Ja, hallo, herzlich willkommen zum Alex Anarcho Podcast. Heute habe ich einen super Special Gast für euch dabei und zwar ist das Oliver Janich. Hallo Oliver. Grüß dich, Alex. Ich stelle mich kurz vor für den Fall, dass hier Leute zuhören, die mich noch nicht kennen. Ich mache einen Podcast und zwar den Alex Anarcho Podcast. Den findet ihr auf alexanarcho.net und ich lese da primär anarchokapitalistische Literatur. Also ich habe jetzt 3 Bücher von Mary Rothbard gelesen und bin gerade bei Ayn Rand dabei mit der Tugend des Egoismus. Und hier und da findet ihr auch mal so Kommentare zu politischem Diskurs, ja, wenn Biden sich wieder versprochen hat oder so. Aber größtenteils mache ich eigentlich diese Literatur. Und eines der Bücher, das ich gelesen habe, war Das Scheingeldsystem, wo wir gesehen haben, wie der Staat unser Geld zerstört hat. Und infolgedessen bin ich so ein bisschen auch auf Kryptowährungen eingegangen und das soll auch das Thema bei dieser Folge heute sein. Wir werden also darüber reden, Kryptowährungen, sind sie unsere Rettung? So, nachdem ich jetzt ein paar Worte zu mir gesagt habe, Oliver, stell dir dich kurz mal vor. Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass es ein großer Fehler ist, das Wort Anarchokapitalist zu verwenden, was im englischen Sprachgebrauch verwendet wird, weil man kombiniert da 2 negativ belegte Wörter, nämlich Anarchist und Kapitalist, und beides sagt in Wirklichkeit dasselbe, nämlich ohne Staat, weil Kapitalismus heißt Vertragsfreiheit. Es gibt in einem Staat keine Vertragsfreiheit. Und das Wort ist das Feindbild aller Linken. Dann könnte man sagen, das Wort Anarchist ist auch nicht gut, weil das ja gerade jetzt zur Zeit von vom Aufruhr in Amerika auch ein schlechten Beigeschmack hat, da gibt es ja dann den Begriff Voluntaristen. Aber ich nenne mich selber schon Anarchist, weil es der klarste Begriff ist. Nämlich Anarchist heißt ohne Herrschaft, ohne Staat. Und wenn man sagt, ich bin Libertär, muss man immer erklären, ist man jetzt für Minimalstaat, für wie viel Staat ist man und so weiter. Bei Anarchist ist sofort klar, man will überhaupt keinen Staat. Voluntarist ist, dann hat man auch das Problem mit der Schreibweise. Eigentlich muss es Voluntarist heißen. Dann könnte man sagen, Anhänger einer natürlichen Ordnung, aber das ist zu lang. Also deswegen empfehle ich immer, den kürzesten Begriff zu nennen, Anarchist. Und dann sage ich noch meistens dazu, libertärer Anarchist und nicht linker Anarchist. Ja, es ist ja gerade jetzt hier in den USA mit Antifa und so weiter, kommt der Anarchismus wieder in Verruf, ja, weil dann auf einmal sieht man die Molotow-Cocktail schmeißenden Leute, die da für soziale Unruhe sorgen. Aber natürlich, auch wenn der Begriff der gleiche ist, irgendwie hat das irgendwie gar nichts so miteinander zu tun. Ne? Die einen sind für Ordnung durch keine Herrscher und die anderen sind für keine Ordnung, weil keine Regeln. Und ja. Ja, also die Linken fordern ja auch immer irgendwas vom Staat. Ja? Insofern ist Anarchie und Links ist ein absoluter Widerspruch. Also viele wollen auch zum Beispiel Grundeinkommen und so weiter. Also die Anarchisten, die da in Amerika jetzt auf der Straße sind, die wollen den größtmöglichen Staat, ja, der ihnen alles in den Hintern schiebt. Die wollen ja auch nicht arbeiten, die werden von außen versorgt, habe ich jetzt gerade gehört, und zwar von der Bürgermeisterin, die auch eine Linksradikale ist. Sonst würden die natürlich, allein wären die gar nicht überlebensfähig, die Antifa-Leute und so weiter, die haben ja die meisten nie in ihrem Leben irgendetwas Nützliches getan oder gearbeitet. Und jetzt werden die von außen versorgt, die Kriminalitätsrate hat sich schon verdreifacht oder die Anzahl der Notrufe hat sich schon verdreifacht, aber es antwortet halt niemand, weil die ja das Polizeirevier quasi niedergerissen haben und es musste aufgegeben werden. Aber was schon interessant ist an der Entwicklung, das Erste, was sie gemacht haben, ist eine Mauer zu bauen. Ja? Also Grenzen sind denen dann plötzlich doch wichtig. In dem Fall wollen sie Leute raushalten, ja, aber die wollen wahrscheinlich aber auch, dass es nicht so weit, oder irgendwann mal wollen die Kommunisten in der Regel auch, dass man nicht fliehen kann, weil ihre Scheiße nicht funktioniert. Und natürlich haben sie auch sofort eine Polizei aufgebaut, eine Sicherheitsmannschaft, für die wird schon berichtet, dass da Vergewaltiger und sonst was auch drin sind. Also es entwickeln sich dann natürlich sofort Strukturen und da es Linke sind, sind es keine freiheitlichen Strukturen. Aber wenn man die zum Beispiel jetzt von der Außenwelt abschnüren würde, fände ich das ein ganz interessantes Experiment, weil dann würden wahrscheinlich ganz schnell alle fliehen und dann würde man sehen, dass das so, wie die das machen, nicht funktioniert. Aber natürlich gäbe es Möglichkeiten, ohne Staat zusammenzuleben und die beschreibe ich ja auch in meinen Büchern. Ja, da hattest du ja erst vor, ich glaube, einer Woche oder so ein ziemlich langes Interview auch, was ich sehr gut fand, über die Privatrechtsgesellschaft oder ich weiß nicht mehr genau, welchen Begriff ihr da verwendet habt, aber ich denke,
Du hast da relativ gut dargelegt, wie denn so eine Streitschlichtung aussehen kann und dass der Markt eben das wunderbar lösen kann. Ja, es ist kein Grund, hier einen Monopolisten einzuführen. Und das werde ich wahrscheinlich an dieser Stelle auch in den Shownotes verlinken. Könnt ihr euch darüber mal informieren. Heute soll es, wie gesagt, um das Thema der Kryptowährung gehen, weil in einem anderen Video, was du gemacht hast, ich glaube, mit drei oder vier anderen Leuten noch hast du ja immer wieder Kryptowährungen angesprochen und also das war das Video zu dem Zins. Und ich habe mir gedacht, als ich das gesehen habe, hey, das ist doch super, ich würde da gerne mal mit dir genauer über Kryptowährungen reden. Und vielleicht auch so für die Zuschauer jetzt den ein oder anderen, das ein oder andere Missverständnis aufklären und einfach so eine grobe Einleitung geben. Bitte. Ja, grundsätzlich bin ich erst positiv geworden, was das Schicksal der Menschheit betrifft, seitdem ich Kryptowährung kenne. Also ich habe vorher, also wie auch Roland Bader das gesagt hat, ja, ein berühmter Libertärer, zwar Minimalstaatler, aber der hat, war auch extrem skeptisch gegenüber dem, was uns erwartet. Auch Ludwig von Mises, ich glaube, er hat gesagt, oder ja, ich glaube, er oder Bader oder beide, sinngemäß auf jeden Fall, wir sind nur Chronisten des Niedergangs, ja, weil es führt alles immer nur zu mehr Staat und das sehen wir ja. Das hat Ludwig von Mises gesehen und am eigenen Leib auch erfahren, er wurde von den Nazis verfolgt. Und da hatten wir eine relativ freiheitliche Ordnung nach dem Krieg und auch da ist, hat sich der Staat dann wieder begonnen auszuweiten. Und also wenn man als Libertärer also auf die Staaten schaut, sieht man eigentlich nur, dass alles immer schlimmer wird und das Chaos immer größer wird, das sieht man auch jetzt hier in den USA, man sieht es bei uns, was ja eben viele verwechseln, der Staat ist Chaos und Anarchie ist Ordnung. Und ich sage dann immer, wer es, ich meine, ich krieg ja auch Kritik von meinen eigenen Leuten, weil da auch nicht alle Anarchisten sind und die sich dann immer beschweren, wenn ich sie beschimpfe. Also nicht alle natürlich, sondern die sich nicht dafür interessieren. Aber es ist wirklich, wie soll man sagen, frustrierend zu sehen, dass die Menschen so ein einfaches Prinzip nicht kapieren wie der Monopolismus weg. Das ist also wirklich nicht besonders schwer. Natürlich verstehe ich diejenigen, die sagen, wie soll das funktionieren? Aber das erkläre ich ja in meinen Büchern. Aber dass die immer nach einem Herrscher schreien und nein, ich will auf jeden Fall einen Herrscher, Hauptsache der Präsident muss halt dann der Martin Sellner sein und dann wird alles gut. Ja? Es gab noch nie in der Geschichte einen einzigen Staat, in dem alles gut war. Und es gab aber auch noch nie in der Geschichte einen Moment, in dem der Markt, und das ist die Anarchie, versagt hat. Es gibt, selbst im Gefängnis gibt es Drogen. Ja? Also im besten überwachten Raum des Staates. Und es gibt nicht ein Positivbeispiel über tausende von Jahren Menschheitsgeschichte, wo Staaten funktioniert hätten. Es gibt in der Praxis allerdings sehr viele Epochen, wo es ohne Staat super funktioniert hat. Da kann man dann argumentieren, ja, aber am Ende ist es ja, hat sich trotzdem der Staat durchgesetzt. Ja, das stimmt. Und da bin ich eben erst positiv geworden, wie ich dann Kryptowährung kennengelernt habe, weil es war eine Technologie, denke ich, die Staaten entstehen hat lassen. Und zwar war das die Landwirtschaft. Da sind die Menschen halt an einem festen Grund und Boden gebunden gewesen. Und dann hat sich das Sicherheitswesen dort in einen Staat verwandelt, weil es natürlich einfacher ist, ein Monopol in einem bestimmten Gebiet aufrechtzuerhalten. Und jetzt durch die Technologie erst des Internets und dann der Blockchain ist es eben möglich, dezentral über die ganze Welt verteilt, und das ist der eigentlich entscheidende Punkt, nicht nur die Währung, Verträge abzuschließen, die von jedermann eingesehen werden können und nicht mehr fälschbar, nicht mehr zensierbar sind. Und dafür wurde ja bisher der Staat eingesetzt. Hat man auch nicht gebraucht, ja, es hat auch ohne funktioniert. Aber zumindest ist es das, was die Leute dann sagen. Ja, muss ja dann einen geben, der dann das überprüft, ob Verträge eingehalten wurden oder Konflikte zu lösen. Und zumindest Verträge kann man jetzt über Blockchain so abschließen, dass sie gar nicht mehr nicht einlösbar sind. Also zum Beispiel über Smart Contracts. Wenn der bestimmte Bedingungen erfüllt, dann wird der Vertrag einfach erfüllt und da kann überhaupt keiner mehr reinreden. Also das ist eines der wichtigsten Dinge an Kryptowährungen, ist dass Verträge abgeschlossen werden können, ohne dass ein Dritter sie genehmigen muss oder draufschauen muss. Ja, also zwei Punkte sind mir da eingefallen. Ich finde es immer so lustig, ne, wie Etatisten auf der einen Seite sagen, ja, wir können keinen freien Markt haben, weil dann gibt es ja Monopolisten und deswegen brauchen wir einen Monopolisten, damit es keine Monopolisten gibt, ne? Also Genau. der Doppelstandard ist ganz klar hier. Und auf der anderen Seite
Was du gerade erzählt hast, erinnert mich so an das Kapitel 7 aus Die Anatomie des Staates von Rothbard, wo er die Geschichte als Wettlauf zwischen staatlicher Macht und sozialer Macht beschreibt. Und staatliche Macht ist also das politische Mittel, ja, wir zwingen Leute mit Aggression irgendwelche Dinge zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir eben die soziale Macht, das ist der Voluntarismus, wie wir eingangs schon gesagt haben, dass wir uns einfach sagen, okay, wir haben Eigentumsrechte und Müller, ich möchte ein Mehl kaufen und dafür gebe ich dir 3,50 Mark, so nach dem Motto. Und ja, wenn ich mir jetzt so ganz laienhaft die Geschichte anschaue, zum Beispiel das finstere Mittelalter, ja, da war auch die staatliche Macht in Form der Kirche sehr, sehr dominant, hat den Leuten, was weiß ich, Geld aus der Tasche gezogen und so weiter und so fort, die Königsherrscher gerechtfertigt. Und dann auf einmal kam so der Buchdruck, was so die soziale Macht prescht wieder nach vorne und die Leute können auf einmal lesen und können sich unabhängig informieren und so. Und ähnlich war es auch mit dem Internet. Und genauso sehe ich das eben auch mit Kryptowährung. Ja, jetzt prescht der Markt wieder nach vorne und kombiniert einfach so Technologien, die schon im Raum standen. Ja, also asymmetrische Kryptographie gibt es schon seit den 70er Jahren und Peer-to-Peer-Exchanges gibt es oder so BitTorrent-mäßig gibt es schon seit den 2000ern. Ja, und dann wird das kombiniert. Und heraus kommt ein Ding, was mehr ist als die Summe der Teile, aka Bitcoin jetzt in dem Fall 2009, als es gestartet wurde. Und ich muss auch sagen, ja, ganz ähnlich wie bei dir, ich bin manchmal sehr pessimistisch, wenn ich die Entwicklungen auf der Welt sehe. So viel Leid, was zugefügt wird von Staaten. Und man fragt sich so, wie sollen wir das jemals besiegen? Ja, wie können wir diese Hydra besiegen, wo du einen Kopf abschlägst und es wachsen zwei neue nach? Und wirklich, ja, das Geld für mich, und das betone ich auch in der Vorlesung vom Scheingeldsystem, ist einfach das Blut der Gesellschaft. Und ganz klar, über die letzten 100 Jahre haben wir da Blutkrebs bekommen mit den Zentralbanken und der Organismus, die Ökumene, ist einfach geschwächt. Und jetzt auf einmal kommt so dieses Antimittel, was wir praktisch benutzen können, um uns aus diesem System einfach zu entfernen. Um dir vielleicht eine Frage zu stellen, wie war das für dich? Hast du Bitcoin oder eine Kryptowährung gesehen und es hat direkt Klick gemacht und aha, oder musstest du da erstmal eine Transaktion tätigen? Was war für dich so der Heureka-Moment? Ja, also es gibt Leute, die sagen mir, ich glaube, einer hat dann im Ressort auch gekauft, die sich bei mir bedankt haben, dass ich Bitcoin schon bei 10 Euro empfohlen habe und sie durch mich reich oder zumindest wohlhabend geworden sind. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, denn ich glaube, ich habe meinen ersten Bitcoin bei 100 Euro gekauft, soweit ich mich erinnere. Das heißt, ich habe das wahrscheinlich dann irgendwo mal erwähnt. Oh, schaut mal, das ist interessant. Und derjenige hat sich es dann angeschaut oder vielleicht auch andere. Also ich habe es nicht sofort kapiert, sondern habe bloß gesagt, ja, das ist interessant. Und dann es ging ja quasi von 0, also 0, irgendwas, dann auf 10. Und das war ja schon mal eine enorme Steigerung. Und dann nochmal auf 100. Und da habe ich dann aus irgendeinem Grund dann halt nochmal genauer drauf geschaut. Vielleicht auch, weil ich mitbekommen habe, dass vor allem Libertäre das pushen. Ja. Das war ja auch am Anfang so. Und dann habe ich selber gekauft und bin quasi gleich reingefallen, wobei man das hauptsächlich dem Staat verdanken. Da war ein Anbieter, also am Anfang waren die Anbieter natürlich alle nicht so sophisticated, aber es gab einen Anbieter, da konnte man direkt kaufen und beim anderen musste man da immer erst, was weiß ich, sich die Transaktion bestätigen lassen und so weiter. Und das war, glaube ich, ein Deutscher, der in Polen ansässig war. Und dann ist die Staatsmacht bei dem eingefallen und alle meine Bitcoins waren weg, sind bis heute weg. Wie viel waren denn das? Ich glaube, es waren 30. Also jeder kann sich ausrechnen, wie viel das heute gewesen wäre. Ja. Und sehr ärgerlich, ich habe dann versucht, das wiederzubekommen, Anwalt, also nicht direkt, aber ich war mit einem Anwalt in Kontakt und es war mir da alles zu blöde. Ja. Also Zeit ist das allerwichtigste Gut. Ja. Und ich kümmere mich da oft nicht drum, wenn ich beschissen werde. Ja, da gibt es einige, denen ich eigentlich noch auf die Pelle rücken könnte. Aber wie gesagt, Zeit ist das wichtigste Gut und ich recherchiere lieber. Aber ist natürlich schon ärgerlich in der Rückschau. Ja. Aber sobald ich also das da gekauft hatte, habe ich mich dann damit beschäftigt und war absolut fasziniert. Und es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich das kapiert habe, dass es eigentlich darum geht, Verträge abzuschließen. Habe es auch am Anfang nur als Währung gesehen. Aber da ist es ja schon
Ich war schon immer, bin schon immer für Währungswettbewerb eingetreten, also auch noch bevor ich Bitcoin kannte, weil das völlig logisch ist, das ist auch so ein Ding, ja. Es ist doch völlig logisch, dass es besser ist, wenn ich mir auswählen kann, was für eine Währung ich habe. Dass es überhaupt irgendjemanden gibt, der sagt, nee, Wettbewerb, also Wettbewerb ist ja, nee, böse, 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 böse. Also, ja, da sage ich auch wieder, die Masse der Menschen, es ist halt unglaublich. Wie kann man dagegen sein, dass sich die Leute das freiwillig auswählen? So, und wir haben genau das Gegenteil. Wir haben eben ein Zentralbankensystem. Der Staat schreibt es ja mehr oder weniger vor. Ja. Zum Glück verbietet er nicht direkt Bitcoins, aber man kann halt Steuern nur so zahlen und das ist das gesetzliche Zahlungsmittel und so weiter. In einigen Staaten wurde es verboten und haben sie gesehen, sie können nicht. Aber das geht ja alles nur, seit es Bitcoin gibt. Ja. Also, wenn du jetzt vorher deine eigene Währung rausgebracht hättest, oder manche haben es auch versucht, zum Beispiel den Liberty-Dollar gab es, den haben sie gleich ins Gefängnis gesteckt, weiß gar nicht, ob der schon wieder freigekommen ist, wegen Geldfälschung, ja, der größte Geldfälscher ist der Staat selbst, weil du da halt eine Person packen und einsperren kannst. Und dieser, wer immer Satoshi Nakamoto ist, der wusste genau, was er da macht und dass er anonym bleiben muss. Weil der wurde ja schon zigmal, hieß es, der und der ist es. Da ist sofort ein SWAT-Team aufgetaucht und wollte den einsperren. Ja. Und genauso wie man den Silk Road-Gründer da jetzt quasi lebenslänglich eingesperrt hat, wegen nichts. Ja. Und das ist der große Vorteil, an Kryptowährung, dass es nichts bringt, wenn man jetzt jemanden einsperrt. Aber es ist schon so, also wir haben jetzt eine ganz große Niederlage, hat die Kryptowährung meiner Meinung nach erlitten. Dass Telegram, ja, das großartigste Tool im Moment, das Leute haben, die der Wahrheit verpflichtet sind, hat ja eine eigene Währung rausgegeben oder Geld eingesammelt, Tonnen, glaube ich, hieß es. Und die haben jetzt aufgegeben. Also da muss man sich mal vorstellen, was da passiert ist. Die haben gesagt, wir verkaufen nicht an Amerikaner, weil die Gesetzgebung da eben so scheiße ist. Also die amerikanische SEC ist die brutalste Behörde auf der Welt. Höchstens noch mit den Gesundheitsbehörden zu vergleichen, ja, da sterben dann direkt Menschen. Aber die brutalste und ekligste Behörde der Welt, und die sagen einfach, das muss man sich mal vorstellen, die sagen einfach, ja, die hätten nicht verhindert, dass da jemand sich doch anmeldet, obwohl er Amerikaner ist. Ja. Haben es dann selber einen hingeschickt, wahrscheinlich, der sich da anmeldet, dann konnte er sich anmelden. Also Punkt A. Wenn sich ein Amerikaner anmeldet, obwohl da steht, er soll sich nicht anmelden, dann ist es ja sein Problem. B. Müsste ja nur reinschreiben, okay, ich bin Amerikaner, aber ich akzeptiere, dass ich nicht nach amerikanischem Recht beurteilt werde. Das ist ja mein Recht als freier Mensch zu sagen, nee, ich verzichte auf das Gesetz, das in Amerika herrscht. Aber der Gewaltmonopolist auf der Welt ist natürlich letztendlich Amerika, weil die sagen einfach, egal in welchem Land du bist, wir bombardieren the shit out of you, ja, und sagen das zu dem Herrscher und wir verfolgen dich überall. Und da haben die natürlich Angst, die Telegram-Leute, die ja schon vor Putin geflohen sind, ja, den anderen Gewaltmonopolisten auf der anderen Seite des Meeres. Und das heißt, also der Kampf gegen Kryptowährung geht weiter und die Problematik ist da folgende. Wenn die Leute alle anonym sind, die etwas machen, dann ist keine Verantwortlichkeit mehr da. Und das ist eine gewisse Problematik, weil, also man hat das, finde ich, sehr gut gesehen bei Steemit. Steemit war eine super Idee, ist aber total verpfuscht worden. Und da kann man aber jetzt zumindest sagen, okay, der Mitgründer ist jetzt woanders hingegangen, der macht was anderes, ja, und verfolgt, kann es weiterverfolgen. Aber wenn man die Leute gar nicht kennt, dann gehen die einfach und niemand kann ja verantwortlich gemacht werden. Und natürlich funktioniert eine Marktwirtschaft besonders gut deswegen, weil es Verantwortlichkeiten gibt. Das heißt, das muss man auch sehen, Bitcoin ist kein Ergebnis des freien Marktes, sondern eine Reaktion des freien Marktes auf die staatlichen Eingriffe. Hätten wir die Staaten nicht, dann gäbe es auch zum Beispiel kein Problem, dass man seine Identität preisgibt. Also das ist jetzt auch die große Streitfrage bei den Kryptoprojekten, muss man KYC machen, also muss man Know Your Customer machen. Da gibt es eine Lösung, da kann man das machen, man identifiziert sich mit Fingerabdruck, damit man weiß, dass das ein Unique Customer ist, also ein Ja, damit sich einer nicht öfter anmelden kann. Aber man müsste den Namen deswegen nicht preisgeben, sondern es kann sich eben nur einer anmelden. Aber der Staat will natürlich deine Identität, damit er dich als Steuersklave halten kann. Das heißt, solange es Staaten gibt, kann sich auch die Kryptowelt nicht so frei entwickeln, wie wir es gerne hätten oder wie es gut wäre.
Aber ich gehe davon aus, dass sich eben im Laufe der nächsten Jahre irgendeiner ein System oder eine ja, durchsetzt, dass es trotzdem geht, diese Governance. Aber das ist ganz schwierig, weil wir haben auch in den Kryptoprojekten quasi Demokratie. Das ist absoluter Horror, weil da stimmen ja immer die, je nach System, aber die, die die Knotenpunkte betreiben und so weiter, stimmen ja immer über Änderungen ab. Und das hat mich am Anfang auch total abgeschreckt, völlig zu Recht, wie ich jetzt im Nachhinein sagen muss. Weil ich dann gesehen habe, oh Gott, eine Mehrheit stimmt ab. Das ist ja, das geht ja fast nie schief. Die Mehrheit der Menschen ist per Definition dümmer als die obersten 10%. Die 90% drunter sind per Definition dümmer als die obersten 10%. Aber es entscheidet ja immer eine Mehrheit. Und, aber der Vorteil ist halt jetzt, dass man, dass es eben die, diese Möglichkeit des Forks gibt, also dass sich dann irgendwelche Leute abspalten und dann halt eine neue Chain aufmachen. Und das ist dann wiederum eher Markt als Demokratie. Wobei es dann innerhalb dieser Chain natürlich auch wieder Demokratie gibt. Insofern hoffe ich, dass sich das irgendwie, so genauso wie Bitcoin aus dem Nichts entstanden ist, dass dann mehr oder weniger aus dem Nichts irgendjemand ein System schafft, das, das dann nicht demokratisch funktioniert innerhalb der Struktur, sondern das halt die beste Idee sich da immer durchsetzt. Ich sehe noch keinen, also ich sehe noch keinen Coin, der das so umgesetzt hat. Überall gibt es diese plötzlichen Abstimmungen, ja. Aber da es eben so viele Projekte gibt, hoffe ich, dass sich dann irgendeins durchsetzt, wo das dann gegeben ist und dass es einfach so gut ist, dass es dann schon egal ist, ob da noch irgendwelche Idioten abstimmen, sagen wir es mal so. Vielleicht als, als Gegenpunkt, wir haben ja auch eine Dollar-Demokratie oder so eine Demokratie des Marktes. Ja? Ich gehe in Aldi, ich kaufe mir Snickers gegenüber dem No-Name-Namen und stimme damit ja letztendlich für Snickers ab. Ja, gebe dann da mein Geld an die Firma. Kann man das nicht ähnlich sehen wie bei Kryptowährungen? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Computer und da läuft dann, was weiß ich, BTC statt BCH drauf und ich stimme sozusagen mit meiner Rechenleistung ab. Da, und das finde ich halt das Interessante, ja. Beim Staat kann ich abstimmen, ja, ich möchte, was weiß ich, die CDU wählen und krieg dann irgendeinen Mischmasch zwischen SPD, Grüne und hast nicht gesehen. Bei Bitcoin oder bei Kryptowährung kann ich abstimmen, aber ich krieg halt auch tatsächlich das, was ich möchte, ja. Ich möchte BCH, Bitcoin Cash, dann Fork, dann upgrade ich meine Software auf einen bestimmten Stand und dann kriege ich das halt auch tatsächlich. Ja, also ich weiß genau. Gar nicht, ob das so problematisch ist, dass die Leute innerhalb vom Netzwerk abstimmen können, weil der, das Ultimate, das Ultimatum ist immer die Sezession. Ja, wir, ja, wir forken uns und tschüss, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Ja, das ist ja der Teil, der eben nicht demokratisch ist, dass, dass jeder wählt, das ist das, was Markt ist, ja, wie mit deinem Snickers-Beispiel ist ja keine Demokratie, sondern der eine kauft sich Snickers und der andere kauft sich Mars, ja. Glaube ich sogar dieselbe Firma, aber egal. Speaking of Monopolisierung, ja. Insofern, das ist der gute Prozess, aber ich beobachte halt, weil wir ja auch mit dem Crypto-Space-Magazin, da beobachten wir immer die ganze Szene und immer, wenn es irgendwo Probleme gibt, auch bei Coins, die wir mögen, ist es, weil da Leute rumdiskutieren, was wir machen wollen. Und ich denke mir immer, ah, was ist das für eine Scheiße, das ist Demokratie, ja, diskutiere ich dann immer beim Redakteur da, Matthias, das müssen wir lassen, das ist Demokratie. Naja, es geht nicht anders. So. Aber natürlich, es gibt jetzt eben diese Möglichkeit, das auszuwählen und wir wählen halt die aus, von denen wir auch, also es ist, spielt bei uns eine Rolle im Magazin. Wir bevorzugen ganz klar Coins, wo an der Spitze Leute stehen, die ja Anarchisten sind, das gibt's. Und es gibt ja auch in der Kryptoszene Sozialisten. Es scheint mir so, dass an den Unis viele Informatiker auch gebrainwashed werden. Keine Ahnung warum. Die sollten eigentlich intelligenter sein als der Rest der Bevölkerung. Aber oft habe ich den Eindruck, die sind, also zumindest einige davon, genauso Gehirn gewaschen. Also ich war ja auf der, wie heißt die Konferenz da von Jeff Berwick, wie heißt das Ding? Anarchopulco. Und da habe ich halt einige getroffen, die, die nicht wegen Anarcho da waren, sondern wegen Kryptowährungen und die mir dann erzählt haben, wie super Schwunggeld und sowas ist. Herr, wie bitte? Du arbeitest in Kryptoszenen. Ja, und das Geld muss irgendwie irgendwelche sozialen Funktionen haben. Und ich bin fast in den Pool gefallen. In dem Fall war mal im Pool gesetzt. Aber da, das sortiert halt der Markt aus in dem Fall. Weil da gibt es eine echte Konkurrenz zwischen den verschiedenen Projekten. Und
Der Chef von der Firma hat mir gesagt, der programmiert trotzdem gut. Mach dir keine Sorgen, Olli. Ja, okay. Ja. Weil ich habe da schon gesagt, du musst die alle rausschmeißen. Also übertrieben. Ja. Nein, mach dir keine Sorgen, das passt schon, programmieren kann er. Also es ist dieser Staatsvirus, der ist der absolute Wahnsinn. Und aber letztendlich, das ist eben das Schöne, die schlechten Coins, die werden halt dann einfach nicht mehr benutzt. Ja. Ja, es erinnert mich gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, glaube bei Linux und bei ein paar Programmiersprachen gibt es die Terminologie zwischen Master und Slave. Ja, ich habe einen Mastercomputer, der andere kontrolliert und das sind die Slaves. Und das wurde jetzt umbenannt zu Main und Dependencies, ja, wegen Referenz zu schlimmer Geschichte, die passiert ist. Aber man merkt schon irgendwie, wie diese Political Correctness auch so sehr präsent in der Informatikszene ist. Und ich muss auch sagen, bei mir macht das manchmal so ein unangenehmes Beigeschmäckle, wenn ich halt weiß, dass von der Ideologie sind die eigentlich eher ja, zentralisiert und wir wollen kontrollieren und so weiter eingestellt. Ja, vor allem, das siehst du es ja bei Google und Facebook. Ja. Also die ultralinken Chefs werden von ihren Angestellten dafür kritisiert, dass sie noch nicht genug Konservative zensieren. So geistesgestört sind die. Also Silicon Valley ist ein Tal der Irren. Und ich glaube aber, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, neulich habe ich schon ein bisschen was Negatives über Informatiker gesagt, weil ich mich so aufgeregt habe, dass hatte ich Probleme mit so einem Anbieter, mit dem Telekom-Anbieter. Und wie kann man sowas programmieren? Aber jetzt mal ganz ohne Quatsch, was ich als Problem sehe, ist, dass viele von denen noch nie Kontakt zu Frauen hatten. Also sind oft, hocken oft zu Hause und erfolgreich bei Frauen bist du nur, wenn du Selbstbewusstsein hast. So, und wenn du kein Selbstbewusstsein hast, bist du eher ein Sozi. Weil dann willst du, dass der Staat dich versorgt. Oh, das Leben ist so riskant. Und die Typen, das ist auch gut aussehende Typen sind oft, oder auch Frauen sind more likely, sind wahrscheinlicher, libertär zu sein oder konservativ. Man sieht das, man kann es natürlich schlechte Statistik machen, aber man sieht, wie viele gut aussehende Frauen es in der konservativen Szene gibt. Ab und zu auch bei den Linken, aber eher nicht. Ja? Weil die Sozialismus ist die Ideologie der Verlierer. Ja, die Welt schuldet mir was, ich kann mir nichts selber erarbeiten. Und das ist bei diesen Basement-Programmierern wohl auch so, deswegen sind die eher links. Ich kann es mir kaum anders erklären, weil ein Informatiker muss ja logisch denken und der Anarchismus ist ja so logisch. Ja? Also Monopol schlecht. Ich meine, wie schwierig ist es zu kapieren, dass es besser ist, man kann auswählen. Also Informatiker, ja. Aber ich habe auch festgestellt, dass Informatiker ähnlich wie Ingenieure dazu neigen, zu glauben, alles ist planbar. Das ist, glaube ich, so ein Riesending. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja auch unter den Geldtheoretikern gibt's Leute, die sind Ingenieure oder haben sogar eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Und die Ingenieure glauben immer, ja, das ist so ein System, das muss ich nur anders regeln, ja, ich muss ein bestimmtes Geld schaffen und dann wird alles gut. Und die halten sich alle für Genies. Das ist unglaublich. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich bin mal mit einem 3 Stunden, 4 Stunden hin und zurück bei einem Interview im Auto gefahren. Ich konnte den nicht davon überzeugen, dass er kein Genie ist. Der hält sich für das absolut größte Genie auf dem Planeten und hat, statt beim Ingenieurswesen zu bleiben, also der ist auch Pilot, viele werden jetzt wissen, wer das ist, aber egal. Und ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass er kein Genie ist. Ja, wie machst du das? Und der hält sich wirklich für den Allergrößten. Und oft bei diesen, nicht immer, gibt auch bescheidene Geldtheoretiker, aber die halten sich alle für absolute Genies, weil sie von der Planbarkeit ausgehen. Und das ist also, die denken, ja, ich habe es jetzt durchschaut. Man muss das Geld nur schwinden lassen und dann ist super, weil, was ist das Argument? Ja, weil da müssen es ja die Leute ausgeben. Ich habe ganz toll, ja. Und so, und du kommst an diese Leute nicht ran. Und so, und Informatiker sind vielleicht ähnlich, ja, also manche jedenfalls. Klar, wie gesagt, gibt ja auch gute. Und die denken immer, ja, ich muss ja nur einen anderen Code schreiben. Wenn ich einen anderen Code schreibe, wird alles gut. Aber es stimmt, dass der beste Code, ein guter Code gut ist, aber er setzt sich deswegen durch, weil er im Wettbewerb steht. Und das verstehen die nicht. Die denken, sie haben die beste Lösung. Ich und du auch, wir sind bescheidener. Wir sagen, nee, nee, andere entscheiden das, was Erfolg hat. Ich habe nicht, ich selbst in meinem Buch Sicher ohne Staat schreibe ich schlage da Systeme vor, also beziehungsweise Regeln vor, die private Firmen einsetzen können, um zum Beispiel Korruption zu verhindern. Und ich sage, aber wahrscheinlich ist das gar nicht die beste Idee.
Wahrscheinlich kommt eine Firma, die ja genau darauf achten muss, dass sie nicht korrupt wird, weil sie sonst alle Aufträge verliert, die haben vielleicht ein viel besseres System. Neulich in der Diskussion, die du angesprochen hast mit Blaupause TV, hat dann einer drunter geschrieben, ja, als ob sie, ich habe gesagt, der Richter würde freiwillig zustimmen, überwacht zu werden. Irgend so ein Trottel schreibt dann drunter, als ob Telefonüberwachung funktioniert, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, er lässt sie freiwillig überwachen, aber nicht, ich habe nicht behauptet, dass man nicht einer Telefonüberwachung entgehen kann, sondern die Firma würde wahrscheinlich zu einem Richter sagen, du musst dich auf allen Ebenen überwachen lassen, außer sie finden dann nicht genug Richter. Ja, aber ich würde behaupten, wenn du einem Richter genug Geld zahlst, dann stimmt der einfach zu, dass du dir seine Kommunikation zum Beispiel überwachst. Aber das ist eben nur ein Beispiel, vielleicht fällt dem Markt was anderes ein. Und ich habe ja zum Beispiel vorgeschlagen, dass der neutrale Richter, dass der dann, wenn er bestochen wird, das Geld behalten kann, nochmal das doppelte oben drauf bekommt, aber wenn er sich bestechen lässt, sofort die Höchststrafe bekommt für das, was da abgeurteilt wird. Ja, allein wenn ich vor der Wahl stehe, ja, dann reduziere ich die Korruption schon brutal, weil heute im Staat ist es nicht so, dass wenn ein Mörder dich besticht, dass du wegen Mord ins Gefängnis kommst. So, das wäre eine Regel, aber vielleicht ist es nicht die beste Regel. Also wir Anarchisten, wir sind bescheiden. Wir sagen, möge der Bessere gewinnen. Und die Sozialisten oder alle Staatsanhänger sagen, ich bin da total der Schlaue. Ich weiß ja, wie man es machen müsste. Ja, genau. Und wir sind intelligenter, wir sind auch noch bescheidener. Das ist echt zum Kotzen, dass wir uns dann auch noch was anhören müssen. Ne? Ja, immer diese Arroganz halt zu wissen, ich weiß besser, wie du dein Leben leben solltest und ich weiß, wie viel du auf der Autobahn fahren solltest und wo du deine Sicherheit kaufen sollst und so weiter und so fort. Ich denke auch, dass eben einer der wichtigsten Überzeugungspunkte auch für Voluntarismus oder für Anarchismus ist eben, dass man den Leuten sagt, ich habe eine Möglichkeit, wie es funktionieren könnte, wie ich es vielleicht gerne hätte, ja, wenn ich mir Recht kaufe, du Oliver, dann gehst du halt zu einem Richter, der sich komplett überwachen lässt. Ist vielleicht ein bisschen teurer, ja, kostet ja was, aber wenn das dir dein Geld wert ist, dann ist es ja vollkommen okay. Okay, aber ich wollte eigentlich gerade noch auf einen Punkt eingehen, den du vorher gesagt hast, und zwar mit, dass Kryptowährungen eine Reaktion auf die staatliche Macht sind. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe gestern einen Podcast von Mises Karma gehört, Shoutout an der Stelle. Der hat das krypto-anarchische Manifest von Timothy C. May. Sehr empfehlenswert übrigens, aber leider, ich habe mir das auch schon persönlich gesagt, da das nur Audio ist, hören das die Leute nicht so gerne an. Ich poste es meistens, wenn ich einverstanden bin. Neulich hat er mir was von dem Jeffrey Tucker oder was geschickt. Ja. Da habe ich gesagt, okay, das kann ich nicht riskieren, weil der ist eigentlich ein Linker und kein Anarchist. Aber check das aus, sind super Texte. Aber die Leute heutzutage wollen die Leute Bild. Ich habe zu dir auch gesagt, du wolltest auch schon Audio machen. Sage ich, nein, die Leute wollen einen Menschen sehen. Das hat auch viel zu tun mit Spiegelneuronen, ja, die Leute reagieren. Deswegen ist das Fernsehen ist so mächtig, weil es da ein Bild dazu gibt. Ja. Und klar, es gibt manche sind mehr Audio, manche sind mehr visuell, aber die meisten sind mehr visuell. Und ja, Entschuldige, das war ein kleiner Ja, sehr gut, werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Genau, also der hat das krypto-anarchische Manifest vorgelesen von Timothy C. May und für die Leute, die es nicht kennen, ich glaube, das wurde in den 90er Jahren, frühen 90ern geschrieben und was Timothy May da skizziert, ist so die Welt, wie sie sein könnte, wenn man denn die Technologie, die damals eben in den 90ern schon funktioniert hat, tatsächlich so ins Extrem führt, sage ich mal. Das heißt, wir haben praktisch eine Welt, die technisch den Staat von allem anderen trennt. Ja, wir schneiden das Geschwür sozusagen aus der Gesellschaft raus und machen das eben mit Technologie, mit Kryptographie zum Beispiel. Und May schreibt ja am Ende, ja, die Kryptographie ist die Heckenschere sozusagen, die Stacheldrahtzäune wieder zerschneidet. Und ein Punkt, den ich jetzt gerne mit dir besprechen würde, den ich ganz interessant fand. Entschuldige, das war quasi vor Bitcoin, oder was? Das war vor Bitcoin, ja. Visionär quasi. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ein Punkt, den er eben anspricht, ist der Ruf in der Gesellschaft. Ja, es wird möglich sein, und das ist es auch jetzt schon, dass ich mir nahezu unendlich Identitäten erstellen kann. Ja, zum Beispiel jetzt gerade mein Skype-Konto habe ich mir vor 5 Minuten erstellt. Ja, das hatte ich vorher nicht. Ich habe das nicht mit einer E-Mail-Adresse verbunden, die mir eigentlich gehört und so weiter und so fort. Aber wichtig ist ja trotzdem, dass wir ungefähr uns darauf verlassen können, wie sehr kann ich mich auf den anderen verlassen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel Oliver Janich
10 Jahre lang die gleiche Identität benutzt. Ja, er könnte sich 1000 machen, aber er benutzt die gleiche und handelt mit der, dann baut er sich einen Ruf darüber auf. Wie schätzt du die Welt ein, wenn wir jetzt tatsächlich in Ankapistan leben würden? Wäre es dann wirklich so, dass wir so ein Social Rating System haben, was vielleicht optional ist, aber man möchte es benutzen? Oder, keine Ahnung, wie stellst du dir das vor? Ja, also Reputation ist der Schlüssel, absolut. Da erschrecken dann auch wieder welche, weil dann sagen die, oh, das ist ja wie in China. Nein, der Unterschied ist, der Staat verlangt von dir, dass du dich so verhältst, wie der Staat will. Aber Reputation bedeutet, dass du dich so verhältst, dass viele Menschen dich gut finden, weil du eben keine Rechte verletzt. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und es wird natürlich so sein, dass man bei Geschäftsabschlüssen, bei Versicherungen, eine Versicherung, das ist aber auch heute auch schon so, wenn du Fahranfänger bist, hast du eine extrem hohe Prämie, ich glaube 175%, die geht aber ganz schnell runter, wenn du keine Unfälle hast. Und genauso wird es sein, dass wenn man eine Versicherung haben will und es überhaupt keinen Track Record von dir gibt, wirst du eine höhere Prämie zahlen müssen. Wenn es aber einen Track Record von dir gibt, weil du eben zum Beispiel alles auf der Blockchain machst und das offenlegst und die sehen, du hast immer pünktlich gezahlt und hast alles zurückgezahlt, dann wirst du eine niedrigere Prämie haben. Das heißt, gutes Verhalten wird belohnt werden, aber damit ist wirklich gutes Verhalten gemeint, nämlich, dass du niemanden bestiehlst, dass du pünktlich zurückzahlst, ja, dass du pünktlich zur Arbeit kommst oder was auch immer. Das ist natürlich auch wieder ganz schwer zu schlucken für faule Leute zum Beispiel und für Leute, die nicht zuverlässig sind. Ganz schwer für die. Und die haben wir eben bei den linken Anarchisten, ja, die, weiß ich nicht, ich meine, ich stehe auch erst um 12 Uhr auf, aber ich arbeite auch bis 4 Uhr, ja. Die gehen wahrscheinlich, weiß ich nicht, ja, um 18 Uhr ins Bett bestimmt schon noch. Und das wird es geben, aber du kannst dich auch völlig entziehen, weil es gibt ja keinen Staat, der dich zwingt. Ja? Also es wird Systeme geben, wo du halt, aber du musst immer einen Preis, du wirst einen Preis dafür zahlen müssen, aber bestimmt zum Beispiel, wenn du am Kiosk ein Kaugummi kaufst, dann wird dich keiner nach deiner Identität fragen, du zahlst und das war's. Aber bei Immobilienkäufen zum Beispiel, und wenn du einen Kredit haben willst, dann wird ja auch jetzt schon gemacht, nur dass das auch wieder ein oligopolistisches System ist. Die Schufa ist ja eine Katastrophe. Aber da gäbe es eben, also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, die Schufa. Da kommst du da quasi nicht mehr raus. Und wenn du anfragst, dann kriegst du schlechte Punkte. Das ist ein ganz schlechtes System. Und es gibt auch keine Konkurrenz, weil der Staat hat ja ein Oligopol erzeugt mit ein paar wenigen Banken, die er zugelassen hat, weil die Voraussetzungen sind ja, muss ich das Zentralbankensystem anschließen lassen und so weiter, kriegst gar keine Lizenz. Aber wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, am Anfang entsteht eine Art Schufa oder man übernimmt erstmal die Schufa und dann stellen Marktteilnehmer fest, dass die Schufa das nicht korrekt darstellt, ob einer wirklich ein guter Kunde ist oder nicht, dann entsteht eine andere Ratingagentur, die sagt, nee, Moment mal, also wir machen das transparent zum Beispiel oder, weil es haben ja, Unternehmen haben ja immer Interesse, Kunden zu bekommen. Das heißt, wenn Kunden ausgeschlossen werden, weil der ein schlechtes Rating hat, aber das Rating System schlecht ist, dann entsteht eine neue Ratingagentur, ganz einfach. Und heute, ich glaube, die werden sogar die großen Ratingagenturen irgendwie vom Staat unterstützt, also zumindest die SEC und so weiter, weißt du da mehr? Also es ist jedenfalls nicht kein freier Markt und sind, glaube ich, die größten doch in derselben Hand und so weiter. Da haben wir kein richtig freies System. Und das entsteht aber natürlich automatisch, weil immer aus dem Interesse Profit zu machen, weil die auch diese neue Ratingagentur will ja dann Kunden anziehen. Das heißt, es muss etwas besser machen als die andere Ratingagentur und zwar realistischer darstellen, ob einer wirklich zahlt oder nicht. Und da kriegen halt die Leute immer dann, oder manche dann Panik, werde ich überwacht? Nee, du wirst nur überwacht, wenn du halt einen günstigen Kredit und wirst dann nicht überwacht, in dem Sinne, die wollen zum Beispiel nicht wissen, was du in deinem Schlafzimmer machst. Aber der Staat, der ist ja jetzt quasi auf all deinen Geräten, ja, und die Geheimdienste wollen dich erpressen können und so weiter. Letztendlich geht es darum, dass du ein Sklave bleibst und dem Staat treu bleibst. Und Unternehmen, es gibt ja so viele verschiedene, du kannst da einfach wechseln, ja. Also, aber es ist so, Reputationssysteme sind sehr wichtig und ja, also man könnte eben darüber auch anonym bleiben, weil man, wie du sagst, wenn man 10 Jahre einen Track Record hat, so ist es ja bei vielen, die anonym im Netz unterwegs sind, die 10 Jahre immer das Richtige erzählt haben, die haben anderes Vertrauen, aber noch schöner ist es natürlich, du kennst das Gesicht dazu, aber heute wollen ja viele ihr Gesicht nicht zeigen, weil sie sonst vom Staat verfolgt werden. Deswegen bin ich ja ausgewandert, weil ich wusste, dass Regierungskritiker wie ich werden verfolgt werden, und wir sehen es ja jetzt, ja, das wird noch schlimmer werden, aber auch ich, wenn die jetzt anfangen, zum Beispiel die Pässe von Truth dann einzuziehen, was sie an irgendeinem Punkt machen können, dann werde ich einfach aufhören. Wenn ich einfach aufhören, würde ich sagen, leckst du mich am Arsch, ich habe alles erzählt. Aber es gibt ja keinen Grund. Deswegen werden Leute, die ihr Gesicht zeigen, werden einen extremen Reputationsvorsprung, auch gegenüber jemandem, der 30 Jahre Track Record im Netz hat,
hat jemand, den man sieht und kennt, immer einen extremen Reputationsvorsprung. Weil es wird dann nicht nötig sein, wenn es keine Staaten gibt, dass du anonym bleibst. Ja? Auch zum Beispiel heute muss man ja vor der Antifa Angst haben. Eine Antifa überlebt keinen Tag in der Privatrechtsordnung. Nicht einen Tag. Die werden alle sofort festgenommen und weggesperrt. Ja? Das heißt, es gibt auch eine viel höhere Sicherheit für Leute, die freie Gedanken äußern. Ja? Das ist völlig klar. Ja, ich finde es ganz interessant, dass eben Kryptowährungen und diese Theorie, die ja die österreichische Schule der Nationalökonomie schon seit über 100 Jahren praktisch so in der Theorie sich ausgedacht hat, auf einmal so in Form gießt, ja, dass sie das manifestiert sich so. Und eine ganz interessante Entwicklung dabei, du hast ja vorhin Ross Ulbricht angesprochen, sind diese Darknet Markets, die ja eigentlich auch genau nach diesen Prinzipien funktionieren. Ja, wir haben Nutzer-Accounts, die Reputation sammeln. Ja, wenn du was gekauft hast und du findest toll, dann gibst du dem 5 Sterne und einen Daumen hoch oder so. Und wenn du dann ein neuer Käufer bist und dir überlegst, dir, kaufe ich bei dem mit 10.000 guten Bewertungen oder dem mit 3 schlechten, dann kaufe ich vielleicht lieber bei dem guten. Ja, und der kann dann auch wieder mehr verlangen dafür und so weiter und so fort. Wie siehst du diese Darknet Markets beziehungsweise diese Agora, die sich ja da eigentlich um Kryptowährungen herumgebildet hat, ist das so ein Ausblick auf die Welt, wie sie sein könnte, oder ist das auch nur so eine Gegenreaktion zu eben dem Staat, der Cannabis und Kokain und sonstige Drogen verbietet? Ja, also das Darknet hat ja auch schlechte Seiten zum Beispiel, ja, also da wird ja auch Kinderpornografie und so gehandelt, aber da muss man verstehen, dass in der Privatrechtsordnung das auch viel schwieriger wäre. Das schildere ich ganz ausführlich in meinem Buch Sicher ohne Staat, wie Kinder geschützt werden. Um es ganz kurz zu erklären, jeder könnte ein Kind aus so einer Situation rausholen und der Täter müsste klagen. Das ist eine ganz andere Situation. Und das Darknet existiert eben als Reaktion auf den Staat, weil er zum Beispiel Drogen verbietet. Und dann gibt es dann natürlich, nutzen diese Plattformen auch andere, ja, also wirkliche Verbrecher, also die zum Beispiel Kindern was antun. Und deswegen, wenn die Staaten erstmal verschwunden sind, dann braucht es ja gar kein Darknet mehr in dem Sinne und dann ist alles transparent. Aber also deine Frage war ja, ob das ist, wie es dann sein wird. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, wie das Darknet ist, sondern einzelne Elemente, wie du sagst, mit der Reputation und so weiter, die werden so sein. Aber die Welt, in die wir da gehen, ohne Staaten, ist überhaupt nicht dark, die ist total hell. Ja. Also, weil es gibt eben zum Beispiel, es gibt keinen Grund für ein Darknet, weil Drogen nicht verboten sind. Ja. Also natürlich werden Drogenkäufer trotzdem anonym bleiben wollen, damit man es nicht sieht, aber der Drogenverkäufer zum Beispiel nicht. Und heute im Drogenmarkt ist er, ja, so wie du sagst, kann man es über Reputation machen, aber da gab es einen sehr interessanten Fall, den ich mal verfolgt habe. Da hat sich einer absichtlich super Reputation aufgebaut und dann hat er alle seine besten Kunden angeschrieben. Er sagt, jetzt gibt es den Superdeal und das Geld hat aber dann nie, da hat er dann nie die Drogen geschickt. Da gab es einen ganz berühmten Fall. Also, ja, und da man den eben nicht kannte, konnte er das durchziehen. Aber wenn etwas nicht verboten ist, dann kannst du das gleich durchziehen. Und heute sterben die meisten, denke ich, die meisten Drogentoten gibt es ja, weil das, weil die Drogen verunreinigt sind. Und das gibt es auch nur im Schwarzmarkt, weil natürlich immer verklagt, weil er sich ja dann selber anhört. Und wenn aber etwas nicht verboten ist, dann muss er sich ganz normal auch der Drogenhändler versichern. Der muss dann, wenn er Reinheit zusichert, muss er sie auch einhalten. Du kannst ihn ganz normal verklagen. Also für die meisten, also es ist auf jeden Fall besser, wenn der Staat verschwindet. Aber bis er verschwindet, ist halt Kryptowährungen die Möglichkeit, so eine dezentrale Struktur aufzubauen. Aber das wird natürlich dann noch ein Kampf. Und ich glaube eben am Ende, dass im Staat, Algorithmus hast du schon als Beispiel, an dem Staat im Laufe der Zeit eben sehr viel Energie entzogen wird, und das ist das Wichtige, don't feed the beast, immer mehr Energie entzogen wird, die Staaten daran pleite gehen werden, und dann muss man eben schauen, ob in der Zwischenzeit genug Oasen der Freiheit entstanden sind über private Städte, die natürlich auch Kryptowährungen benutzen werden und so weiter. Und da, an dem Punkt sind wir noch nicht, kann schneller gehen, als viele denken, aber Es wird jedenfalls nicht so sein, dass die Leute demokratisch mehrheitlich auf die Idee kommen, den Staat abzuschaffen, weil dazu hat er ihre Gehirne zu sehr versaut. Also
Wenn ich das jetzt richtig raushöre, dann denkst du, die Welt entwickelt sich zu einer transparenten Welt hin. Ja, okay. Weil ich finde es, ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich bin ein großer Fan von dem Privacy Coin Monero, wo du praktisch optional dich entblößen kannst. Ja? Du kannst sagen, hier ist meine Transaktion, ich zeige die aller Welt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Spendenorganisation bin und meinen Leuten zeigen will, dass ich da kein Geld veruntreue. Und ich sehe es ein bisschen kritisch mit Bitcoin, weil wir zum Beispiel die Financial Action Task Force haben, die halt mit dem KYC-Prozess da die Leute niedertrackt, ja, dann zum Beispiel Ross Ulbricht verknackt. Und ich frage mich, ob diese Transparenz, die eventuell geschaffen werden kann, nicht auch gleichzeitig der Steigbügelhalter für machthungrige Leute ist praktisch, um sich, ja, um Leute einzusperren, um zu sehen, ah, ja, der Herr Anarcho, der sagt ja Sachen, die gegen uns sind, den machen wir mal hier auf die Blacklist zum Beispiel. Glaubst du, Ja, also. das könnte ein Problem werden, diese Transparenz? Naja, also wie gesagt, nur im Staat, weil nur der Staat hat ja ein Interesse daran, dich einzusperren. Und also ich bin wie du der Meinung, dass private Coins besser sind, also Privacy Coins. Und ich bin auch sicher, dass ich nicht, wird manche vielleicht überraschen, ich bin sicher, dass ich nicht Bitcoin am Ende als Weltwährung durchsetzen wird, weil es eben nicht richtig anonym ist. Aber wenn wir dann es kommt eben darauf an, wann die Staaten fallen. Also das Realistischere ist meiner Meinung nach, dass sich eine Währung durchsetzt, noch bevor alle Staaten gefallen sind. Und das wird wahrscheinlich dann auch ein Privacy-Coin sein, weil den brauchst du eben, um dich gegen staatliche Übergriffe zu wehren. Und dann, wenn dann zum Beispiel alle Staaten fallen und dann ist Monero zum Beispiel ist die Weltwährung, dann werden die Leute nicht sagen, und die Option ist eben wichtig, ja, du angesprochen hast, ich kann es ja offenlegen, wenn ich will. Und für viele Prozesse wird das halt vielleicht sogar nötig sein, wenn du eine bestimmte Art von Versicherung haben willst. Aber ab dem Zeitpunkt, wo dann die Staaten weg sind, klar gibt es immer noch Leute, die das, was weiß ich, nicht wollen, dass alle ihre Transaktionen überwacht werden. Und das wird der Normalfall sein, dass nicht jeder weiß, welche Transaktionen X oder Y gemacht hat, aber dass du eben im Zweifel das zeigen kannst, wenn eine Partei daran interessiert ist. Also ich meine mit Transparenz 100% sicher nicht, dass jeder alle deine Transaktionen sehen kann und dir zuordnen kann. Also das meine ich nicht mit Transparenz, sondern ich meine, dass wenn der Staat wegfällt, es keinen Grund mehr gibt, zu verschweigen, wer du bist, weil dich dann niemand mehr verfolgt. Das meine ich damit. Okay. Also es wird beides geben. Es wird viel mehr Privacy geben, also viel mehr, ja, also die Leute werden viel weniger über dich wissen. Die allgemeine Bevölkerung. Aber wenn du etwas willst von den Leuten, also weil du was verkaufst, dann wirst du viel offenlegen müssen. Wahrscheinlich nicht dein Privatvermögen zum Beispiel, interessiert ja gar nicht, aber eben Track Records in Verträge abschließen und so weiter. Also es differenziert sich halt aus. Da, wo es nötig ist, wird dann Transparenz da sein und da, wo es völlig unnötig ist, das geht ja niemandem was an, was ich kaufe, da wird man es auch nicht offenlegen. Und weil da es keinen Gesetzgeber gibt, der das eine oder andere vorschreibt, wird sozusagen eine möglichst optimale Balance aus Privacy ja, was ist das Gegenteil, und offen und Transparenz wird sich automatisch ergeben. Es gibt nie immer den ganz optimalen Punkt natürlich, das lernt auch die österreichische Schule, aber es strebt diesen optimalen Punkt dann zu. Also vielleicht könnte ich das so umformulieren, dass die Verifizierbarkeit sehr wichtig ist. Und da bietet die Kryptographie ja auch das perfekte Werkzeug mit den Zero-Knowledge-Proofs, wo ich praktisch beweisen kann, dass ein bestimmter Sachverhalt wahr oder falsch ist, ohne den Sachverhalt selber offenzulegen. Da könnte ich zum Beispiel beweisen, ich bin über 18 Jahre alt, ohne zu sagen, wie alt ich tatsächlich bin. Und gerade wenn es um Kreditwürdigkeit geht, ja, da kann ich beweisen, ich habe über, was weiß ich, 100.000 Bitcoin, ohne tatsächlich zu zeigen, wie viel ich tatsächlich habe. Und also ich finde es interessant, ne, wie diese Kryptographie so von sicherer Verschlüsselung bei Chats, ja, Signal, Telegram und so weiter zum Einsatz kommt, bei Webseiten mit HTTPS und eben auch bei Kryptowährungen und sonstigen Mechanismen in der Gesellschaft. Also ich glaube, das wird noch eine ganz große Rolle spielen. Was ich aber jetzt mit dir besprechen will, du hast es gerade schon. Oh, Entschuldige, ich habe die ganze Zeit nicht aufgezeichnet. Ich hoffe, deine Aufzeichnung hat geklappt. Ja.
Ja, also ich Komisch. zeichne auf. Gut. Was ich jetzt gern mit dir besprechen würde, ist, du hast das gerade schon angesprochen, so dieser Untergang der Staaten. Ja? Wir hatten ja die Sendung genannt, sind Kryptowährungen unsere Rettung? Wie stellst du dir das genau vor? Oder was wäre so dein Best Case und dein Worst Case Szenario zwischen dem Status quo jetzt und vielleicht der Utopie oder Ankapistan in 10, 20, 100 Jahren? Wie läuft dieser Okay. Übergang? Bei mir funktioniert das gar nicht mit der Aufzeichnung, aber ich hoffe, dass bei dir alles geht. Je länger wir sprechen, desto mehr würde es mich ankotzen, wenn es nicht funktioniert hat. Ja, also du meinst jetzt, was ich glaube, wie es tatsächlich zeitlich abläuft, oder wie? Genau, also zum Beispiel, wir haben ja 2008 die große Finanzkrise gehabt, wo das Vertrauen in den Euro so zum Schwanken kommt. Und das scheint ja jetzt wieder ja, mit Corona direkt fett und vor uns zu sitzen. Man kann es praktisch nicht mehr ignorieren. Und klar, Lagarde sagt, ja, Leute, es besteht kein Zweifel am Euro, aber wenn Lagarde das sagt, dann zweifle ich sehr. Ja, also wenn die sagen, wir haben keine Absicht, eine Mauer zu errichten, dann sollte man die Koffer packen. Und deswegen. Also für mich persönlich, ich kann es mir gut vorstellen, dass wir noch dieses Jahr einen drastischen Abrutsch im Markt sehen, dass das Vertrauen in den Euro wegfällt und Leute dann auf einmal zu Bitcoin oder zu anderen Kryptowährungen frohlocken und sich da halt absichern wollen. Und deswegen würde mich interessieren, wie du das siehst und weil ich meine, genauso wie es dieses Jahr passieren kann, kann das ja noch 10 Jahre so weitergehen. Ja? Da wird immer neues Geld in den Umlauf gepumpt und am Ende stehen wir alle auf der Straße, so wie in Venezuela auch. Ja, also das ist natürlich die schwierigste Frage, aber es kann tatsächlich jeden Tag passieren. Ja, ich bin immer besonders vorsichtig vor Wochenenden. Ja, also wenn ich irgendwelche Sachen hin und her schiebe, also raus aus dem Fiat-System, dann meistens an einem Donnerstag oder Freitag, weil ich sage nicht, dass sie übers Wochenende alles dicht machen. Ja, und dann hat man erstmal wieder ein bisschen Erholung. Wenn übers Wochenende nichts passiert ist, kann man wieder ein paar Tage, muss man dann nicht schauen, wo seine Gelder überall rumfliegen. Und da gibt es ja mehr. Die zwei Positionen, die innerhalb der österreichischen Schule auch sind. Dr. Krall sagt, in diesem Jahr passiert es noch. Professor Thorsten Pollert, der bei mir im Interview war, sagt, es kann noch länger gehen. Und ich habe natürlich auch die meisten Sachen vom Dr. Krall gesehen und war dann auch immer seiner Meinung eher, es müsste eigentlich dieses Jahr passieren. Dann habe ich eben länger mit dem Thorsten Pollert gesprochen und auch danach noch und davor und so. Und es ist schon so, dass die schon noch viel Pfeile im Köcher haben. Ja? Ich meine, das sagt der Dr. Galle ja auch, aber die Frage ist halt, was sie alles noch machen können. Also jetzt haben sie ja auch wieder irgendwelche Riesenpakete beschlossen wegen Corona und so weiter. Und es hat eigentlich jetzt, die Märkte reagieren inzwischen positiv. Wir sind fast schon wieder an All-Time-Highs, glaube ich, im Dow. Und das heißt, der Markt sagt sich, oh, es geht so weiter wie vorher erstmal. Aber wahrscheinlich ist er. Gerade da der Trump scheint auf Gedeih und Verderb erstmal den Dollar retten zu wollen, natürlich bis zur Wiederwahl. Eigentlich müsste er, es ist halt die große Unbekannte, ist wirklich der Trump in dem Spiel. Wir befinden uns auf dem Feld der Politik. Ja, der müsste eigentlich relativ kurz nach seiner Wiederamtseinführung müsste der das System crashen. Also, weil da hat er 4 Jahre Zeit. Man sagt, so 5 Jahre reichen, aber man sieht es auch in der deutschen Geschichte, wie schnell, wie die Preisbindung aufgehoben wurde von Ludwig Erhard. Über Nacht haben sich die Regale gefüllt. Ja. Also der Markt reagiert sehr schnell, aber er braucht ein bisschen. Und er müsste es gleich am Anfang crashen lassen und das würde heißen, da haben wir dann einen Crash, also im Januar. Aber ich befürchte, wie ich den jetzt so beobachte, der macht eigentlich nichts schnell genug, also kaum was. Ja, also die Massenverhaftungen, auf die warte ich immer noch, ja, wie viele andere von den korrupten Leuten. Und wenn er das dann nicht macht, weil das ist natürlich, wenn du dich mit der Fettmafia anlegst, das ist natürlich absolut das Schlimmste. So, wenn er das nicht macht, das ist jetzt das Szenario, dann wird wahrscheinlich nicht der Dollar den Niedergang der Fiat-Währung einleiten, sondern der Euro. Ja, weil es da überall zuppelt und weil die Struktur innerhalb des Euros ja völlig ungleich ist. Deutschland füttert da natürlich mal wieder alle durch. Da muss ich sagen, in Anführungszeichen freue ich mich drauf, wenn der Dummichel endlich kapiert, wenn es crasht, dass er für alles gehaftet hat. Ja? Wegen der Sache, die passiert ist zu einer Zeit, wo fast niemand auf der Welt war, von den Deutschen heute. Ja? Und da bin ich gespannt, wie die Deutschen reagieren.
wenn sie sehen, dass sie für alles haften, für alles, ja, Target 2 Salden und so weiter. Peter Böhringer macht da immer super Sachen dazu. So, und das ist aber dann egal, wenn der Euro crasht, denke ich, müssen die anderen Währungen folgen. Und ich denke, dass wir im Vorfeld wahrscheinlich schon den Bitcoin steigen sehen. Also vielleicht natürlich spannend für alle Zuschauer. Ich setze schon auf Bitcoin. Also wir haben die auch hochgewichtet in unserem Musterportfolio, weil wir zwar denken, dass langfristig die nicht durchsetzen, aber langfristig ist wirklich sehr langfristig. Wir reden da 10 Jahre oder so. Aber erstmal werden die großen Investoren sich auf Bitcoin stürzen. Also deswegen, ich habe die auch bei mir hochgewichtet. Manchmal am stärksten und manchmal 50-50 und so weiter. Aber am Anfang, weil wenn die ganzen großen Investoren, die werden erstmal in Bitcoin gehen und den Großinvestoren, also institutionellen Anlegern, ist es auch wurscht, ob man das tracken kann, weil man kann ja jetzt auch alles tracken, was die machen. Ja. Also, und da wird man, also der Bitcoin ist das Barometer, ja, das Barometer des Fiat-Money-Systems. Und es ist zu hoffen, ja, dass man das dann sieht, dass der Bitcoin erst nach oben schießt, bevor das alles crasht. Kann aber dann auch sein, wenn es crasht, gehen natürlich die Leute aus allen Assets raus, die müssen dann Löcher stopfen, ja, ihre Verluste bei Aktien und so weiter. Also es wird extrem spannend, aber es kann, also ich würde nicht empfehlen, keine Bitcoins zu haben. Also man sollte zu jeder Zeit zumindest eine Position haben, weil das kann echt ganz schnell gehen und dann kommt man nicht mehr rein. Ja, an den Börsen, so super liquide sind die auch nicht und dann hast du plötzlich Sprünge um 1000 Euro am Tag oder so. Das werden wir sehen, das werden wir sehen, ja. Also wir können sogar auf dem jetzigen Niveau, obwohl die Marktkapitalisierung so hoch ist, 256 Milliarden war das der Gesamtmarkt, ich weiß nicht mehr genau, oder war das Ja, Bitcoin? also Hast du es über im Kopf? 150 Milliarden US-Dollar ist Bitcoin auf jeden Fall in der Genau, und der Marktkapitalisierung. Gesamtmarkt, ja, genau, der Gesamtmarkt irgendwie dann 256 oder irgendwas. Klingt viel, aber das ist nicht viel, wenn alle durch dasselbe Nadelöhr wollen. Wir werden unheimliche Sprünge sehen, ja, und deswegen sollte man immer was halten, ja, also nie ganz aufgeben, habe ich zum Teil auch nicht. Also im Moment sieht es gerade relativ dünn aus, ja, weil ich arbeite halt immer mit Stops und so weiter, dann fliege ich wieder raus und dann bin ich gar nicht drin. Aber eigentlich macht mich das nervös, wenn ich gar nicht drin bin. Und es macht mich auch nervös, wenn ich voll drin bin. Ja. Weil da würde ich mich ja total in den Arsch beißen, ja, wenn ich das verpasse, wenn Bitcoin plötzlich auf 100.000 durchzieht. Das Problem ist, es geht natürlich nicht über Nacht von 10 auf 100.000, aber es geht von 10 auf 20 vielleicht ganz schnell. Dann sagst du, jetzt warte ich mal einen Rücksetzer ab. Und dann geht es auf 30, 40. Dann, ja, ich warte auf den Rücksetzer. Ja. Und der Rücksetzer kommt dann von 100 auf 10, auf 90.000. Ja. Also, das ist natürlich super spannend. Ich mache ja Börse schon seit ich Schüler bin, also oft genug mitgemacht. Man steigt immer genau zum falschen Zeitpunkt aus. Aber ich habe daraus gelernt, dass ich eben immer Position, fast immer Positionen habe, sodass dass ich dann doch, wenn es losgeht, dabei bin. Das würde ich auch jedem empfehlen, nie ganz rauszugehen. Auch wenn es hart ist, weil ich meine, die kamen runter auf unter 3000 jetzt kürzlich. Bitcoin, das ist natürlich schon hart, das mitmachen zu, bin dann auch raus. Aber es ist schon hart. Man muss immer auf der. Also sozusagen das Upside-Risiko ist in Bitcoin höher als das Downside-Risiko meiner Meinung nach noch. Also das Risiko, was zu verpassen, ist größer als das Risiko, Verluste zu machen nach unten, weil das kann so schnell gehen und dann kommst du nicht mehr rein und ärgerst dich schwarz. Ja. Haben ja so viele zu früh verkauft, ich natürlich auch zum Teil, aber ja. Also vielleicht, liebe Zuschauer, ich würde euch empfehlen, ein Dollar-Cost-Averaging zu machen. Also einfach zu sagen, hey, ich habe 10 Euro im Monat und die packe ich in Bitcoin oder in irgendein Portfolio zu einer bestimmten Gewichtung und ich schreibe das einfach ab. Ja, das Geld ist verloren, ich verlasse mich da nicht drauf, aber eben, wie du gerade gesagt hast, die Upside ist so riesig. Ja, wir müssten uns mal vorstellen, dass sich eine Kryptowährung nur auf einem Kontinent durchsetzt. Ja, was für eine Wirtschaftsleistung da dahinter steht und wie viel Kaufkraft dann eine Einheit kommandieren würde. Ja, das ist enorm und das würde ja auch über die Zeit mehr werden, weil die Währung ja deflationär ist. Also ich glaube allein deswegen, genauso wie die Leute vor, was weiß ich, 3 Jahren vor dem großen Bullrun 2017 gesagt hätten, hätte ich doch bei 100 gekauft, so sagen die Leute heute, hätte ich doch bei 1000 gekauft und die Leute in 5 Jahren sagen, hätte ich doch bei 10.000 gekauft. Ja, also das ist immer. Ich denke, die Upside, also gerade für mich jetzt, ich bin noch relativ jung, ist es so ein hohes Upside und da ich jetzt noch nicht für meine Rente wirklich vorsorgen muss, kann ich eben auch sagen, ja, wenn ich alles verliere, Schwamm drüber, ja, dann muss ich halt arbeiten, ist auch okay. Ja.
Deswegen. Das ist deine Rentenvorsorge, ja. Ja, ich hoffe auch. Ja, also ich bin normalerweise kein Fan von Cost Averaging, weil das ja auch ganz auf Null fallen kann, etwas, ja, und nie mehr wiederkommen kann. Es ist gefährlich, wenn man das bei Aktien macht, wenn die Aktie dann pleite, wenn das Unternehmen pleite ist. Aber in dem Fall gebe ich dir auch recht, ja, aber dann sollte man, das ist die Frage, was man nimmt. Also in dem Fall geht es, man muss es einfach abschreiben und wir werden weit höhere Preise sehen. Die Problematik ist natürlich ein bisschen, welche Währung du nimmst. Ja. Also ich habe herausgehört, du nimmst dann Monero, aber was ist Monero? Was ist, wenn sich Monero nicht durchsetzt? Weil es gibt sehr viele Privacy Coins, ja. Und dann ist Cost Averaging, ja. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Also jeder sollte zumindest schon deswegen, um sich daran zu gewöhnen, was das Ganze ist, um sich reinzuarbeiten. Und wie du sagst, so kleine Beträge, wenn man nicht viel Geld hat, selbst wenn es nur kleine Beträge sind, ja, also können aus 1.000 Euro können 10.000 werden. Also ich sehe es auch so, dass, also sagen wir mal so, die Währung, die sich am Ende durchsetzt, die wird also weit mehr als den zehnfachen Wert von Bitcoin heute haben. Es ist eventuell eine andere Währung, aber das ist ja nichts, diese 150 Milliarden. Und du sagst ja, wenn es sich auf einem Kontinent durchsetzt, es reicht ja schon, wenn es sich in einem Land durchsetzt. Und gerade die Länder, die größere Probleme mit ihren Währungen haben, Argentinien, Südamerika und so weiter, da läuft dieser Prozess ja schon. Und wenn sich allein in einem Land, die einigermaßen groß ist, eine Währung durchsetzt, dann ist das alles ein Witz, was wir jetzt an Bewertung sehen. Und also das ist genauso wie du, da werden wir zurückschauen und sagen, meine Güte, da hätte ich auch noch einsteigen können. Ja, und das bringt mich irgendwie so ein bisschen zu der Frage, du hast jetzt gerade so kleine Taschen angesprochen, ja, zum Beispiel die Free Private Cities von Titus Gebel, ja, stellen wir uns mal vor, da herrscht ein Währungswettbewerb und da benutzen dann alle Leute Kryptowährung XY und das ist so, dient so als Showcase, ja, und andere Leute können dann draufschauen und sagen, hey, bei denen funktioniert es doch auch, warum machen wir das nicht so? Ist das vielleicht so ein Schneeballeffekt, der ins Laufen kommen könnte, dass man halt sagt, wir probieren das mal aus, es funktioniert gut, andere Leute wollen das dann imitieren und irgendwann hat man eben so eine kritische Masse erreicht, dass ich im Nachteil bin, wenn ich es nicht mache, ja, so wie das Internet heute, wenn ich kein Smartphone habe, dann verpasse ich irgendwie die Hälfte von dem, was abgeht, weil ich kein Internet in der Tasche habe. Ganz genau so wird es vergehen, ganz genau so. Es wird, die Mehrheit der Menschen ist nicht vom Libertarismus zu überzeugen, aber wenn die dann eine private Stadt sehen, wo sie, das wird ungefähr der Preis sein, 100 Euro für Sicherheit zahlen, mehr nicht. Ja, ich habe beim Titus Gebel auch schon drüber geredet. Das ist es ungefähr. Und ansonsten keine Steuern. Ich meine, die müssen im Moment dann Steuern da abführen an das jeweilige Land, wo man dann da ist. So, und ansonsten wird natürlich alles besser sein, weil die ja dem Wettbewerb ausgesetzt sind. Und dann sagen, Moment mal, da ist ja alles besser. Das ziehe ich hin. Du, das ist voll kein Staat. Egal, besser. Ja, selbst im dümmsten fällt auf, dass was besser ist. Ja, das ist wie beim Autokauf oder was weiß ich. Und durch Beispiel, ja, durch positives Beispiel, diese ganzen, auch unter meinem, immer wenn ich über private Städte rede, immer die, funktioniert nicht. Ja, der sieht es auch dann auch, dass es funktioniert, wenn es funktioniert. Also durch Beispiel, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, denke ich. Wir versuchen trotzdem natürlich viele, also ich versuche zum Beispiel, die Leute deswegen zu überzeugen, zu ihrem eigenen Vorteil. Also jeder, der uns zuhört, hat einen Vorteil davon, wenn er die Sache kapiert. Ja, weil er zum Beispiel dann in Kryptowährungen geht und dadurch finanziell unabhängig werden kann. Und natürlich, man kann auch Fehler machen und so weiter. Aber wenn man das ganze System kapiert, weiß man auch, dass das ganze System zum Scheitern verurteilt ist. Das heißt, ich erzähle es den Leuten, damit sie auch für sich selber sehen können. Also auch jetzt, ja, wollen wir nicht Corona ansprechen, aber gleich. Aber wenn man weiß, was vor sich geht, dann ist das kann es lebensrettend sein, wenn man weiß, was wirklich vor sich geht. Das heißt, ich mache meine Sachen nicht mehr so sehr, um eine Mehrheit zu überzeugen, sondern um jeden, der gewillt ist, mir zuzuhören, um dass der für sich und seine Familie eine sicherere Zukunft hat, weil er einigermaßen weiß, was die Machtelite im Schilde führt. Und so ist es eben. Wenn es positive Beispiele geben wird, werden dann die Leute, die uns zuhören, werden das eher entdecken, diese positiven Beispiele als andere und haben dann dadurch einen Vorteil. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt... Ja?
Nee, ich glaube, ich habe mich gerade selber im Feedback gehört. Also, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wir stehen eigentlich gerade so an einem Scheideweg, an einem extrem wichtigen Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo wir eben dieses Werkzeug, was ja uns so vom Berg Sinai von Satoshi Nakamoto heruntergegeben wurde, hey, ich habe das Double-Spend-Problem für digitale Währungen gelöst. Und jetzt ist so der Punkt, wo wir praktisch irgendwie die soziale Macht beschleunigen müssen, dass wir eben diese Free Private City zum Beispiel jetzt bei Honduras da auf die Beine kriegen und das ein gutes Vorbild ist. Oder am besten noch mehr Private Cities. Ja? Ich meine, was Ähnliches machst du ja auch mit deinem Resort, wo die Leute hinkommen können. Deswegen meine Frage jetzt, wenn wir dem Individuum, was uns zuhört, eine Handlungsempfehlung geben, was würdest du den Leuten sagen? Wie können wir helfen, sozusagen diesen wertvollen Samen zu schützen und den weiter wachsen zu lassen, dass wir tatsächlich in eine freie Zukunft blicken können? Also alles, was man macht, sollte unter dem Aspekt gemacht werden, wie kann ich dem Staat Energie entziehen. Alles, was man macht, sollte dem untergeordnet sein. Und das Schöne dabei ist, dass man dabei ja auch noch gewinnt. Also wer weniger Steuer zahlt, dem bleibt ja mehr übrig. Und auf legal, es geht alles möglich, das meiste geht auf legale Art, oder alles eigentlich, oder vieles geht auf legale Art und Weise. Und das heißt, dem Staat wird immer mehr Geld entzogen und selber geht es einem auch noch besser. Also das ist, ich weiß gar nicht, wie man nicht libertär sein kann. Ja, also es passt ja dann alles zusammen. Und alles sollte man daraufhin überprüfen. Also vor allem ist natürlich schwierig für Leute, die jetzt angestellt arbeiten. Aber sie sollten versuchen, egal was sie machen, in Richtung Homeoffice gehen zu dürfen. Ja, ist natürlich auch nicht etwas, was die wollen wegen ihrer Transhumanismus-Agenda. Aber in dem Fall ist es gut. Also wir haben ja Leute im Resort, die ja gekauft haben, die können von zu Hause aus arbeiten, deswegen ist es egal, wo die sind. Und natürlich viele Sachen kann man nicht, also wenn du irgendwo bei Audi an der Werkbank stehst, ist natürlich schlecht, dann kannst du das nicht von zu Hause aus machen. Aber jeder sollte sich überlegen, ob er in ein Berufsfeld geht, wo er von zu Hause aus arbeiten kann und dann einfach auch von einem anderen Land aus. Wenn man sich, das zeigt alle Erfahrung, wenn man seine Arbeit gut macht, dann ist der Arbeitgeber auch bereit, einem entgegenzukommen. Und man kann auch ihm entgegenkommen, indem man zum Beispiel sagt, zahl mir doch weniger. Ich mache Homeoffice, ich bin in einem anderen Land, wo du viel geringere Lebenshaltungskosten hast, wie zum Beispiel auf den Philippinen. Und du sagst zu deinem Arbeitgeber, pass auf, ich mache das jetzt auf selbstständiger Basis, muss man auch wieder aufpassen wegen Gesetzen. Aber wenn du wirklich dann auch noch in einem anderen Land bist, dann kann man dir nicht mehr Scheinselbstständigkeit unterstellen. Ne? So, zahl mir doch ein bisschen weniger. Also so habe ich das gemacht bei Focus, also die haben ja viel, viel weniger gezahlt, als Freischall ist, aber netto ist bei mir ungefähr selber dann rausgekommen, also ich habe nicht dann, hätte eigentlich doppelt dann kriegen können, aber ich habe gesagt, nee, gib mir die Hälfte, aber es bleibt immer noch gleich übrig, dann, ja, okay, dann mach halt, ich habe dann von Ibiza aus gearbeitet, ja, aber das habe ich mir erkauft damit, dass der Arbeitgeber quasi fast die Hälfte gespart hat und ja, habe ich auf Geld verzichtet, aber mit Freiheit erkämpft und das sollte jeder machen, dass er schaut, dass er, und wenn er noch keinen Beruf hat, wo er das machen kann, dass er vielleicht versucht, so viel Zeit ist nicht mehr, aber dass er versucht, in so eine Richtung zu gehen, dass er irgendwas macht, wo er remote arbeiten kann. Aber das ist natürlich jetzt nicht für jeden ein Tipp, aber auch für die jetzt etwas machen, wo man vor Ort sein muss. Also zum Beispiel in einem Entwicklungsland gibt es so viele Sachen, die es noch nicht gibt. Der Begriff Entwicklungsland, dass man alles Mögliche machen kann. Aber natürlich, viele haben halt eher eine Angestellten-Mentalität, die meisten natürlich. Da ist es schwieriger, als Selbstständiger gehst du immer ein Risiko ein, ja, dass deine Unternehmung schief geht. Ja, also klar, und es gibt viele Auswanderer, die dann die sich nicht durchsetzen oder Projekte, die dann schief gehen und so weiter. Da sind ja die Fernsehdinger voll davon, ja. Also es ist natürlich auch riskant, aber meiner Meinung nach ist das Risiko, in Deutschland zu bleiben, noch viel höher, als es zumindest zu versuchen. Man kann ja, man muss ja nicht immer sofort auswählen. Also bei uns zum Beispiel ist ja absichtlich so aufgebaut, dass du das Zeug vermieten kannst, ja, entweder selber oder im Mietpool geben. Und wenn du halt dann bereit bist zu kommen, dann kommst du. Also man muss ja nicht immer sofort auswählen, aber ich würde jeden dringend empfehlen, zumindest die Fühler auszustrecken. In Urlaub würde ich nur noch hinfahren in ein Land, wo ich mir vorstellen kann, auszuwandern und dann zumindest einen Teil des Urlaubs damit zu verbringen, zu schauen, oh, was gibt es hier für Geschäfte, was könnte ich da machen, was sind meine Talente. Die meisten Leute haben ja irgendein Talent, das auch
dass man wo man anderen auch Produkte verkaufen kann. Also jetzt irgendein Beispiel, wenn einer absoluter Fan von Lokomotiven ist, ja, wir nehmen jetzt mal so ein typisches männliches Beispiel, ja, dann macht er Leidenschaft zum Beruf und werde der beste Lokomotivenverkäufer oder was. Das ist ein Beispiel, das im Entwicklungsland gerade nicht gut ist. Aber ich sage nur, es hat ja fast jeder irgendeine Leidenschaft, und die man zum Beruf machen kann, aber halt natürlich mit dem Risiko. Aber man muss ja eben halt nur schauen, gibt es das in diesem Land? Gibt es da eine Nachfrage danach? Also wenn in dem Land keine Lokomotivennachfrage ist, darf ich es natürlich nicht machen. Aber das kann man ja, man sollte seine Zeit ganz stark damit verbringen, andere Möglichkeiten zu eruieren, wie man vom Staat unabhängig werden kann. Und dabei, also die meisten fühlen sich dann extrem befreit, sobald sie das sind. Und selbst wenn ihr, es gibt auch Leute, deren Lebensstandard vielleicht leicht nach unten gegangen ist, also kein Zweitauto oder so, aber die dafür viel freier sind. Das ist viel mehr wert, als zwei Autos oder was zu haben. Ja. Genau, dass man eben zum Beispiel den Sonnenuntergang genießen kann und nicht da noch im Büro sitzen muss. Ich denke, das ist viel wert. Also meine, so wie ich die Welt sehe, meine Handlungsempfehlung wäre auf jeden Fall, was du auch schon vorhin gesagt hast, dass man sich mal auseinandersetzt mit Kryptowährungen. Ja? Dass ich mir mal eine Wallet runterlade, dass ich mir mal einen kleinen Betrag kaufe und einfach so versuche, wie bewahre ich das sicher auf? Ja? Dass ich mir meine Seedphrase notiere, dass ich weiß, wie eine Transaktion funktioniert. Ja, da copy-paste ich die Adresse und dann trage ich den Betrag ein und so weiter. Ich denke, gerade weil es jetzt ein neues Werkzeug ist, ja, das ist wie so das Internet oder das Smartphone, sind die Leute im Vorteil, die eben wissen, wie sie es benutzen müssen. Und der nächste Schritt wäre dann vielleicht zu sagen, zum Arbeitgeber zu gehen und sagen, hey, wie sieht's aus? Kann ich eigentlich auch in Bitcoin bezahlt werden oder sonst irgendwas, ja? Und dann so seinen Schweiß, ja, nicht mehr in die Euro-Wirtschaft zu geben, sondern in die Bitcoin-Wirtschaft. Und genau, deswegen einfach mal runterladen, ausprobieren und ja, gucken, wie es aussieht. Und dann natürlich mir eine Spende schicken. Und wenn du schon dabei bist, das Crypto Space Magazin abonnieren. Der Vorteil ist, wenn man jetzt abonniert, man kriegt alle vergangenen Ausgaben kostenlos. Und da ist so viel Wissen drin. Also ich lerne da auch was, weil ich einen sehr guten Redakteur habe. Ich lerne auch immer was, wenn ich das eigene Magazin lese. Ich bin ja als Chefredakteur, lese ich ja vor allem halt dann drüber und redigiere. Und das ist wirklich hochspannend. Man lernt da eine Menge dazu. Natürlich, man kann irgendwie auch Informationen im Internet dazu finden, aber das Zeit ist Geld. Zeit ist Geld und Zeit ist das wertvollste Gut. Und wir schnüren halt da schon so ein Paket aus der Sicht also es wird immer auch für Neulinge erklärt. Und es ist so komplex, diese ganze Materie. Also man tut sich schwer, so gute Artikel, sage ich jetzt mal als Eigenwerbung, einfach so im Internet zu finden. Weil man ja immer nicht weiß, klar, es gibt dann 10 Webseiten, aber du weißt halt nicht, wenn du dich halt mal dran gewöhnst oder mal siehst, wie strukturiert das dann immer ist, dann fängt man an, das wertzuschätzen. Das gilt generell, ja. Also auch für andere Produkte. Es gibt immer viel umsonst, aber Leute, die damit Geld verdienen, müssen mit dem Produkt, das sie anbieten, die versuchen es halt auch möglichst qualitativ zu halten. Ja. Hast du noch kurz vielleicht 10 Minuten Zeit? Ja, wenn mein Akku hält, ja, ich bin jetzt bei 53%. Okay, ja. Weil ich würde gerne noch mit dir das Thema der staatlichen Gegenreaktion ansprechen. Und damit meine ich jetzt vor allem so Narrative, die ich immer wieder sehe, ja, Kryptowährungen, gerade Monero, weil es privat ist, wird für Terrorfinanzierung benutzt, für Kinderpornografie, für Drogenhandel, für Waffenhandel, für Geldwäsche, ja, für diese schlimmsten Sünden, also gerade Geldwäsche, ja, Steuerhinterziehung, wenn du den Staat betrügst, dann bist du ja der größte Kriminelle. Und ich kann mir gut vorstellen, ja, dass hier auf jeden Fall eine totalitäre Seite vieler Regierungen, gerade von den USA, zum Vorschein kommt, die dann, was weiß ich, SWAT-Raids bei irgendwelchen Leuten machen, die halt mit Kryptowährungen affiliiert sind irgendwie, und dass das dann auch nach Europa überschwappt. Ja, ist ja hier, was weiß ich, von der Leyen fordert, eine Cyber-Division für die EU und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr heftige Gegenreaktion vom Staat wird, weil es eben die Existenz des Staates fundamental bedroht. Wie schätzt du das ein und wie kann man sich dagegen schützen? Oder blicken wir da in den Lauf von irgendeiner Pistole, die uns bald ins Gesicht gestreckt wird? Der Staat kann halt nichts machen, das ist das Schöne. Also natürlich kommen die immer mit dem Kinderpornografie-Thema, aber
Kinderschänder sitzen bei uns in der Regierung. Ja, die schützen die seit Jahren. Und das ist wirklich, das ist so, dass natürlich sowas dann auch einfacher wird, aber man muss ja nur die, also die bieten die Ware ja auch auf dem Markt an. Das heißt, wenn sie die wirklich verfolgen würden, man würde ja erkennen, welche Kinder das sind und so weiter, man könnte die sofort fangen. Dass sie das nicht tun, da Trump macht es, ist ein Beweis dafür, dass die Kinder schon in der Regierung sitzen und die das gar nicht wollen. Ja? Also da der, wie gesagt, das ist ja sozusagen etwas, wo man zumindest die Opfer auf jeden Fall sieht. Und aber mit diesem Thema haben sie auch schon versucht, das Internet zu zensieren. Ja? Und sie können aber, also zum Beispiel Geld, es geht eigentlich nur um Geldwäsche, es geht nur darum, dem Staat da Geld zu entziehen, aber sie können es eben nicht verbieten. Aber was du wahrscheinlich meinst, ist, dass sie einfach dann das verbieten, Monero oder was zu benutzen, oder? Was meinst du genau? Ich meine, klar, sie können es technologisch nicht abschalten, aber sie können zum Beispiel sagen, wenn wir erwischen, dass du Monero hast, dass du in deinem Laden Monero akzeptierst, dann kommt bei dir die Gestapo vorbei und nimmt dich mit. Ja, also einfach blanke Gewalt, kein Vorwand. Vielleicht sagen sie, ja, es ist unpatriotisch und so weiter, aber relativ klar, wenn du es anfasst, dann bist du weg. Ja, also die können natürlich aber die Unternehmen ansetzen, das ist richtig, ja, dass sie sagen, du darfst es nicht annehmen. Aber ich denke, das haben sie auch schon probiert, in einigen Ländern uns wieder zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, es funktioniert nicht. Aber vielleicht werden sie es wieder versuchen und ich denke, in dem Moment, wo die das machen, starten die erst so richtig durch, die Währungen. Weil ja dann vollkommen offensichtlich wird, dass, warum soll ein Kiosk oder irgendein Anbieter, warum soll der keine Monero benutzen können? Ja, weil da fehlt dann das Kinderpornografie-Argument, ja, wenn sie es jedem verbieten. Was hat das damit zu tun? Ja? Und wenn die das machen, dann glaube ich, werden die Währungen erst richtig durchstarten, weil jeder sieht, okay, die haben Angst um ihr Fiat-Money-System, das heißt um ihr eigenes Geldbetrugssystem. Und da muss man ja schon sagen, selbst die Kritiker des Geldsystems, die auch den Zins kritisieren, haben ja was Gutes darin getan, das ganze Fiat-Money-System an den Pranger zu stellen. Und es gibt schon sehr viele Leute, die wissen, dass unser Geldsystem krank ist. Und wenn die dann bestimmte Währungen verbieten, dann werden die auch sagen, also selbst die Zinskritiker würden dann wahrscheinlich sagen, das ist aber irgendwie komisch. Ja. Ich glaube eher, dass sie versuchen, eigene Währungen dann anzubieten, die natürlich scheiße sein werden. Und dann gewöhnt es aber dann die Leute an die staatliche Kryptowährung, die wirst du einfach über den Markt in die nichtstaatliche tauschen können. Das ist ja quasi eine Software-Sache, wird einer schon eine Lösung finden. Und dann setzt sich es erst so richtig durch und dann werden sie, sobald das passiert, dann werden sie anfangen, die anderen zu verbieten, glaube ich erst. Die haben sich jetzt damit arrangiert, dass es dies gibt und sagen, ja, wir müssen aufspringen auf den Zug, müssen Governance per Blockchain machen und so weiter, das werden sie wahrscheinlich auch machen, weil die ja wiederum vom Bargeld weg wollen, ja, und die Leute alle in digitale Währungen. Und das haben die jetzt erkannt, okay, wir bekämpfen das jetzt erstmal nicht, sondern wir gewöhnen die Leute an Kryptowährungen und dann verbieten wir es erst. Aber dann ist es ein ungleicher Kampf, meiner Meinung nach können das die Regierung nicht gewinnen. Und ja, also in dem Moment, wo du natürlich dann, wo das verboten wird, dass du es annimmst und du hast ein Geschäft, ein Gesicht dazu, dann musst du es natürlich lassen. Aber du kannst immer noch deine Geschäfte mit Leuten, die dann eben nicht sichtbar sind, so machen, also Dienstleistungen aus. Also in Argentinien zum Beispiel weiß ich von einem Programmierer, nee, von einem, der eine IT-Firma hat, ein Kumpel von mir, der hatte eine Programmiererin in Argentinien und die hat Bitcoin verlangt. Und da ist ihm dann Licht aufgegangen, wie wertvoll Bitcoin ist. Die argentinische Regierung kann da gar nichts dagegen machen, weil die kriegt das gar nicht mit, dass er dafür bezahlt wird. Natürlich ist das dann erstmal nur bei Dienstleistungen möglich, aber der Dienstleistungssektor ist ja enorm groß inzwischen. Ich glaube, größer als Manufacturing. Müsste ich da mal nachschauen, wäre eine interessante Sache. Das heißt, ein Großteil natürlich drauf schauen, aber selbst da haben ja die Silk Road und so weiter, die haben sie doch irgendwie hingekriegt, die haben ja auch die Drogen geliefert, ja, also so ist nicht. Aber natürlich bei so Produkten wie Autos oder so, da kann man es verbieten, aber das ist ja immer noch ein riesen Billionenmarkt, wo es nur um Dienstleistungen geht. Die Putzfrau, die zu dir kommt, das kriegt der Staat nicht mit,
Wenn du die in, also wenn die werden das Bargeld verbieten, völlig klar, dann kannst du keine Putzfrau, könntest du jetzt keine Putzfrau mehr bezahlen, aber mit Kryptowährungen. Wie wollen die, die können nicht jede Putzfrau überwachen, geht nicht. Ja, gibt es natürlich wieder die Denunzianten, ganz besonders in Deutschland. Aber jedenfalls gibt es so viele Dienstleistungen, die dann weiterhin abwickeln, wie es können, gerade die, also es geht ja immer mehr weg vom Manufacturing, weil ich immer mehr Roboter herstellen, also 3D, das ist überhaupt, also da können wir auch noch drüber reden, der richtige Durchbruch wird kommen, wenn 3D-Drucker Chips herstellen können. Weil heute könnte der Staat ja eben auf, und wahrscheinlich ist er schon drauf, der geht einfach zu Intel und den großen Chip-Herstellern und baut eine Backdoor ein. Ich bin relativ sicher, da ist überall eine drin. Und das heißt, da hast du immer noch keine Freiheit. Da kannst du dann immer noch zensieren oder die Bitcoins runterholen oder was weiß ich. Aber sobald Chips gedruckt werden können am 3D-Drucker, dann sind wir frei. Dann können wir auch wahrscheinlich von den großen Hubs weg, dann verbinden sich über eine Art Mesh-Netzwerk die Handys untereinander und dann erst sind wir wirklich frei. Und mir dauert alles im Moment ein bisschen zu lang, aber dann gibt es dann immer so Entwicklungssprünge. Ja. Und vielleicht kommt morgen der 3D-Drucker. Wahrscheinlich sind die, ich will dem Staat keine Hinweise geben, aber wahrscheinlich werden die 3D-Druckerhersteller schon extrem überwacht und bedroht. Vielleicht ist man auch schon viel weiter. Aber sobald 3D-Drucker Chips herstellen können, ist es vorbei für die Machtelite. Ja, ich finde, ein interessanter Effekt wäre, ne, angenommen jetzt mal, USA stellt sich hin und sagt, okay, wir verbieten jetzt eine bestimmte Kryptowährung, dann greifen ja wieder die Marktmechanismen, ja, die verknappen ja künstlich das Angebot und ähnlich wie Drogen teurer geworden sind, wird dann wahrscheinlich auch der Preis von der Kryptowährung steigen, die verboten ist. Und Ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. deswegen, vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie nur verlieren können. Wobei, eine letzte Frage habe ich jetzt noch, und zwar, ultimativ steht ja hinter dem Staat Gewalt. Ja? Einfach eine blanke Pistole. Letztendlich das Militär oder die Polizei. Und die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn wir jetzt Nachrichten aus Venezuela kriegen, ja, wo Hyperinflation des Todes ist, die Leute verhungern, weil die Maduro-Diät, weil die nichts mehr zu essen haben. Und die Polizisten, ja, das Militär wird dann, glaube ich, in Toilettenpapier oder was bezahlt, weil das Geld ist so wenig wert, ja, die wiegen das, anstatt es zu zählen, weil du so viel Papiergeld hast. Und dann haben sie zu wenig Papiergeld für das ganze digitale Geld. Das heißt, Papiergeld ist teurer, also ein Bolivar Papier ist teurer als ein Bolivar auf der Bank. Ja, so absurde Sachen. Deswegen würde mich jetzt interessieren, praktisch der schlimmste Tod, den der Staat sterben kann, ist das, dass die Exekutive nicht mehr bezahlt werden kann und deswegen sagt, okay, wir legen die Waffen nieder und wir schließen uns jetzt der Agora, der Ökumene an. Ja, denkst du das so? Ja, also wir sehen die Tendenz ja schon. Also zum Beispiel jetzt in Amerika werden ja Polizisten total verunglimpft. Und ich weiß, da gibt es natürlich auch, ja, das sind ja alles Befehlsempfänger, Order-Follower, Mark Passe und so weiter. Aber da dürfen wir nicht, meiner Meinung nach, nicht zu hart ins Gericht gehen. Es ist, man braucht ja Sicherheitskräfte. Das ist eigentlich, und der Polizist weiß ja nicht, dass er für ein böses System oder die meisten arbeitet. Also das sind eigentlich schon Helden zum Teil, ja, und die werden jetzt zum Teil extrem verunglimpft und kündigen und gehen dann zu privaten Sicherheitsfirmen. Ich glaube, gelesen zu haben, oder ist sogar in meinem Buch, dass es in Amerika bereits mehr private Sicherheitsmänner gibt als Polizisten. Und das heißt, die Gated Communities werden noch mehr erblühen, was ja schon die Vorstufe zu einer privaten Stadt ist. Weil so ein Polizist sagt sich doch jetzt, hast du den Fall mitgekriegt, wo der eine flieht und auf den Taser mit dem schießt und der wird jetzt wegen Mord angeklagt. Auf den wurde mit dem Taser geschossen. Ja, das ist ja keine tödliche Waffe. Erstens ist es eine und zweitens geht es ja darum, dass wenn er dann da am Boden liegt, dass er ihn dann töten kann. Ja, also absolut unglaublich der Fall. Und klar hätte man es auch anders handeln können, aber das war ja alles, hat man ja alle, ist alles auf Band. Das ist ja so entstanden. Der greift die Polizisten an. Das ist ja sein Problem. Ja. Und es werden immer mehr Polizisten zu privaten Sicherheitsfirmen gehen und immer mehr Leute werden in Gated Communities ziehen. Heute sind die meistens, sind es eher die teureren Gegenden, aber es wird auch für ärmere Leute dann, das macht der Markt, Gated Communities angeboten werden.
Das Problem ist natürlich, dass sie dann zusätzlich immer noch die Steuern zahlen müssen. Deswegen können sie es jetzt nur Leute leisten, die mehr Geld haben. Das ist ein Problem natürlich, ja. Aber wenn der Staat dann weg ist, gibt es natürlich auch Städte für ärmere Leute, genauso wie es in Aldi gibt, ja. Aber jedenfalls die Tendenz, dann wird es einen extremen Anreiz geben für Leute, eben so viel zu arbeiten, dass sie dann sich das leisten können oder eben ihren zum Beispiel Shop dann eben, also jetzt nehmen wir mal so einen Schwarzen, der Ladenbesitzer, der ist ja total angepisst jetzt, wenn sein Laden da zerstört wurde vom BLM. Und wenn der die Gelegenheit hat, in seiner Gegend, in der Gated Community seinen Laden, was immer er da verkauft, anzubieten, dann wird er das machen. Und die wiederum brauchen dann dadurch, dass der schwarze Ladenbesitzer das macht, brauchen dann wieder Sicherheitskräfte. Und die Polizisten sagen ja, also hier werden wir total schlecht bezahlt und total niedergemacht. Und da habe ich einen lockeren Job. Weil in so einer Gated Community passiert nicht viel, weil ja jeder weiß, dass er also sofort gefasst wird. Ja. Das ist eine ganz starke Tendenz, glaube ich. Die Erodierung der Sicherheitskräfte im Staat ist natürlich erstmal schlecht für die Bevölkerung. Ja. Aber man muss sagen, die Mehrheit wählt diese Idioten ja. Also, ja. Also es gibt kaum jemanden, der das nicht verdient hat, dass es schlechter wird, weil ja fast alle die etablierten Parteien wählen. So, also. Ja. Und ja, aber die, die es halt kapieren oder am eigenen Leib spüren, dass sie jetzt plötzlich hier als Schwarze von Schwarzen, also der eine, der da erschossen wurde, der 77 Jahre alte, das war ja ein Schwarzer, dieser Sheriff, der hat ja nach seiner Pension auch nochmal eben nebenbei Sheriff gemacht hat und junge Leute ausgebildet hat. Ein Vorbild, sondergleichen für die gesamte Gesellschaft. Da gab es keine hier Ehrenbegräbnisse und das ganze Zeug, ja. Aber die Familie, von dem, ja, die hat jetzt mal gelernt, was das linke Geschmeiß eigentlich ist. Ja. Und ja, und da werden immer mehr Leute sagen, nee, da gehe ich doch zur privaten Sicherheitsfirma und die Nachfrage danach wird steigen. Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiges Element in dem Ganzen. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, ziehen wir hier den Schlussstrich bei dem Gespräch. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und ich hoffe, euch hat das auch gefallen, hier mit Oliver Janich über Kryptowährungen zu sprechen und über all die tangierenden Themen, die mit dem Staat und mit der freien Marktwirtschaft. An dieser Stelle pitche ich nochmal meinen Podcast. Ich habe, wie gesagt, mehrere Bücher von Rothbard gelesen, der meiner Meinung nach einer der besten Denker des 20. Jahrhunderts war und der eben über das Scheingeldsystem zum Beispiel geschrieben hat. Also, was ist der Euro eigentlich? Was ist dieses Fiat-Geld, was irgendwie so ein Hauch von nichts ist und was wir im Winter vielleicht verbrennen können, damit uns warm wird, aber wo kein Wert dahinter steht? Und dann die Frage, was ist denn Wert überhaupt? Also, all das und die Ethik der Freiheit, die Anatomie des Staates habe ich auf meinem Podcast gelesen. Das sind Folgen, die vielleicht vor einem Jahr oder so rausgekommen sind, aber immer noch brandaktuell. Und deswegen ladet es euch runter, hört es euch an und schreibt mir einen Kommentar. Kommt in den Telegram-Channel von mir, von Oliver Janich. Ich werde das alles auch in den Shownotes verlinken. Wenn ihr up to date bei Krypto sein wollt, dann lest das Kompaktmagazin, heißt es. Nein, ein Crypto Space Crypto Magazin Space, ist. okay. Genau, Crypto Space Magazin. Ich schreibe für Be in Crypto. Da gibt es dann so Daily News. Ja, Bitcoin geht hoch, Bitcoin geht runter. Wenn ihr da up to date sein wollt, könnt ihr danach lesen. Werde ich alles in die Shownotes packen. Und nochmal vielen Dank, Oliver, für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Und ich gebe dir das letzte Wort. Ja, ich wollte noch mal sagen, das Scheingeldsystem von Mary Rothbard ist wirklich wahrscheinlich das beste Buch über das Geldwesen. Habe ich auch gelesen, habe mich auch aufgeweckt. Ja, und gerne auch wieder. Wir sind ein bisschen allgemeiner geworden als nur Krypto. Ja. Da wird wahrscheinlich manche stören, aber das war auch unser erstes Gespräch. Aber gerne auch immer wieder. Danke, Ja. Alex. Also postet eure Fragen vielleicht zu der Debatte jetzt in die Kommentare, dann werde ich die ein bisschen sammeln und falls wir dann genug zusammen haben, werden wir die eventuell alle beantworten. Gut, dann nochmal danke, Oliver, und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, tschüss.